Weichenstellung für Niederösterreich. Herzlich willkommen zum 45. ordentlichen Landesparteitages der Volkspartei Niederösterreich. Freeze frame! Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du auch all das spüren kannst, was ich spüren durfte, dass du all das auch erleben darfst, was ich erleben durfte, in allen Höhen und Tiefen. Du übernimmst eine unglaublich hohe Verantwortung, aber ich sag dir, das ist eine schöne Verantwortung. Einen wunderschönen guten Morgen am 25. März 2017. Mein Name ist Johanna Mickl-Leitner, genau genommen Johanna Anna Mickl-Leitner. Der Name Leitner stammt von meinen Eltern. Und ich war schon immer sehr stolz auf meine Eltern und deswegen war es mir auch wichtig, nach meiner Heirat mit meinem Andreas, den ich liebevoll Micky nenne, den Namen meiner Eltern weiterzuführen. Und so kommt es auch zu meinem Doppelnamen. Mickl von meinem Mann und Leitner von meinen Eltern. Meine Eltern kommen aus Großharras im nördlichen Weinviertel. Dort haben sie eine Kreislerei gegründet und jahrzehntelang betrieben. Meine Eltern hatten immer wenig Zeit für uns Kinder. Das waren meine Zwillingsschwester, meine ältere Schwester, mein Bruder und ich so gewohnt. Und da ist es uns nicht anders gegangen wie anderen auch. Wir sind im Geschäft und mit dem Geschäft groß geworden. Und trotzdem haben es unsere Eltern geschafft, uns eine wunderschöne, behütete Kindheit zu schenken. Sie haben uns Werte vermittelt, wie Fleiß, Einsatzbereitschaft und vor allem auch den Zusammenhalt in der Familie. Sie hatten wenig Zeit, aber ein großes Herz. Das sind meine Wurzeln, da komme ich her. Und mir ist es heute wichtig, euch das zu erzählen, weil du, liebe Mutti, mit mir vor einigen Wochen ein langes Gespräch geführt hast. Es war am Tag meiner Nominierung des Landesparteivorstandes. Und in diesem langen und liebevollen Gespräch hast du zu mir gesagt, vergiss nie deine Wurzeln und bewahre dir den Respekt vor der großen Aufgabe, die vor dir liegt. Das ist dir wichtig.
Und darum ist es mir wichtig, heute dir auch in diesem Rahmen zu versichern, dass ich meine Wurzeln nicht nur im Namen trage, sondern dass ich diese Wurzeln auch in meinem Herzen trage und weiterführe. Danke, liebe Mutti, dass du immer für mich da bist, vor allem auch heute an diesem ganz besonderen Tag. Der Mann, der dafür gesorgt hat, dass ich nicht mehr Leitner, sondern Mikl Leitner heiße, ist auch heute hier und seit über 25 Jahren an meiner Seite. Lieber Micky, danke für deinen immerwährenden Rückhalt für mich und vor allem auch für unsere zwei Töchter. Unsere zwei Mädels sind wohl das Schönste im Leben, was wir haben. Unsere Larissa, sie sitzt gleich in der ersten Reihe, ist auch heute mit dabei. Sie hält mir ganz fest die Daumen. Und unsere Anna, unsere ist gerade auf ein Schulaustauschjahr in Kanada. Dort ist es gerade um 3:30 Uhr früh. Und trotzdem hat sie gesagt, lässt sie es sich nicht nehmen, mit dabei zu sein über den Livestream im Internet. Und hallo Mama, ich wünsche dir heute ganz viel Glück. Ma. Liebe Anna, ich schicke dir ein ganz dickes Bussi. Schön, dass du auch mit dabei bist. Und liebe Larissa, liebe Anna, es ist schön, dass es euch gibt. Es ist schön, dass ich euch beide habe. Liebe Freunde, ich erzähle euch das alles, weil ich heute diesen Tag beginnen möchte, mich nicht nur politisch vorzustellen, sondern vor allem auch persönlich vorzustellen. Ich weiß, ihr kennt mich alle, aber vielleicht nicht alle von allen Seiten. Und genau das ist mir wichtig, dass wir uns kennen, politisch und menschlich. Und gerade das Menschliche habe ich gestern am Abend bei der Veranstaltung verspürt. Und dieses Menschliche, lieber Erwin, hat uns immer verbunden. Danke für diese Verbundenheit und für dein Vertrauen. Heute stellen wir inhaltliche und politische Weichen für die Zukunft unserer Volkspartei Niederösterreich. Heute beginnen wir die Programmarbeit unter dem Motto Volles Programm Niederösterreich. Wir stehen vor neuen Herausforderungen und diese neuen Herausforderungen brauchen neue Antworten. Und mir ist es wichtig, diese Antworten nicht von oben herab zu verordnen, sondern mir ist wichtig, dass wir diese Antworten für die Herausforderung der Zukunft gemeinsam erarbeiten. Das ist mir ein ganz großes persönliches Anliegen. Ich habe ganz klare Vorstellungen für die Zukunft Niederösterreichs, aber ihr alle auch. Und deshalb will ich kein Programm verordnen, das von euch nur abgenickt wird. Ich will, dass wir gemeinsam festlegen, was ist uns wichtig, worauf kommt es uns an und daraus dann gemeinsam unser Programm für Niederösterreich entwickeln. Ich will eine Diskussion auf Augenhöhe, bei der jeder sagt, was er meint und was er denkt. Und damit beginnen wir heute. Dazu
werden unsere Bünde die ersten Impulse geben. Und das ist mir wichtig, dass unsere Bünde die ersten Impulse geben für dieses Programm. Denn auch das ist Volkspartei Niederösterreich. Zum Glück ist auch das Volkspartei Niederösterreich. Denn unsere Bünde sind unsere Breite und unsere Breite ist unsere Stärke. Heute ist der Start. Heute beginnen wir damit. Und ich will, dass wir uns schon sehr bald wieder zusammensetzen, dass wir uns nur einen Tag mit diesem Thema beschäftigen, was bewegt uns, welche Themen sind uns wichtig, wo liegen die Herausforderungen für Niederösterreich in der Zukunft und welche Antworten geben wir gemeinsam auf diese Aufgaben und Herausforderungen der Zukunft. Dieser Programmtag wird schon im Juli stattfinden. Ein Tag für unsere Programmarbeit. Zum Reden, zum Diskutieren, zum Debattieren und vielleicht auch zum Ringen um Lösungen. Das wird ein wichtiger Tag für uns als Partei sein. Und ich bitte euch schon jetzt, bringt all eure beruflichen und privaten Erfahrungen ein. Denn ihr wisst genau, wo sind die Anliegen der Menschen in den Gemeinden? Wo sind die Sorgen und welche Antworten braucht es darauf? Euer Wissen ist ein Schatz und der ist für die Erarbeitung des Programmes wichtiger als alles andere. Und wenn wir diesen Schatz gemeinsam heben, dann werden wir auch gemeinsam weiter erfolgreich sein. Und dann wird heute auch ganz Wichtiges auf der Agenda stehen. Wichtige Personalentscheidungen, die wir gemeinsam zu treffen haben. Ein neues Team tritt an und ich bewerbe mich bei euch. Und wie dieser heutige Tag ausschauen wird, wie vor allem der Programmprozess angelegt wird und ablaufen wird, das wird uns jetzt unser Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner vorstellen. Ich wünsche mir für den heutigen Tag eines, dass der 25. März ein guter Tag wird, ein guter Tag für die Volkspartei Niederösterreich. Herzlichen Dank an unsere designierte Landesparteiobfrau, an unsere Johanna Mickl-Eitner. Liebe Hanne, es wird heute dein Tag sein. Alles Gute. Meine sehr geehrten Damen, meine sehr geehrten Herren, es ist heute unser zweiter Tag. Unser zweiter Tag beim 45. ordentlichen Landesparteitag der Volkspartei Niederösterreich. Ein herzliches Grüß Gott hier in St. Pölten, ein herzliches Grüß Gott im Veranstaltungszentrum in St. Pölten. An der Spitze darf ich einen begrüßen, der seit gestern unser Ehrenparteiobmann ist. Unseren Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll. Herzlich willkommen. Ein herzlicher Gruß gilt auch an unseren Bundesparteiobmann und unseren Vizekanzler Reinhold Mitterlehner mit seinem Generalsekretär Werner Amon und unseren Alt-Vizekanzler Michael Spindlecker. Herzlich willkommen. Wenn ich so in die Reihen schaue, es ist heute beinahe die gesamte ÖVP-Bundesregierung hier in St. Pölten anwesend. Ich begrüße sehr herzlich in unserer Mitte unseren Finanzminister Hans-Jörg Schelling, unseren Sicherheitsminister Wolfgang Sobotka,
unseren Landwirtschaftsminister André Rupprechter, unsere Familienministerin Sophie Kamersin und unseren Außenminister Sebastian Kurz. Herzlich willkommen in Niederösterreich. Bei unserem Wahlparteitag heute sind auch zahlreiche Gäste und Freunde aus unseren benachbarten Bundesländern anwesend. Und ich begrüße aus unserem Nachbarbundesland Oberösterreich den designierten Landeshauptmann Thomas Stelzer mit seinem Landesgeschäftsführer Wolfgang Hartmannsdorfer. Ich wünsche euch hier schon alles Gute für nächste Woche für euren Parteitag. Ich begrüße aus Salzburg unseren Landeshauptmann in Salzburg, Wilfried Haslauer. Herzlich willkommen in Niederösterreich. Ich darf die Landesparteiobmänner aus Wien, Gernot Blümel, und aus dem Burgenland, Thomas Steiner, sehr herzlich begrüßen. Mich freut es auch, dass meine Geschäftsführerkollegen aus der Steiermark, Detlef Eisel-Eiselsberg, und aus Wien, Markus Wölpitsch, anwesend sind. Nun wieder zurück nach Niederösterreich. Ich begrüße unseren Präsidenten des Niederösterreichischen Landtages, Hans Benz, unseren zweiten Landtagspräsidenten, Gerhard Karner, und stellvertretend für alle Mandatarinnen und Mandatare, für alle Abgeordneten, unseren Clubobmann Klaus Schneeberger. Ich begrüße sehr herzlich unser weiteres Team in der niederösterreichischen Landesregierung. Die zukünftigen LH-Stellvertreter Stefan Bernkopf, Landesrätin Petra Boslav, Landesrätin Barbara Schwarz, Landesrat Karl Wilfing und den zukünftigen Landesrat Ludwig Schleritzko. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen dem Präsidenten des Niederösterreichischen Gemeindebundes, Magister Alfred Riedl, und stellvertretend für alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, für alle Gemeinderätinnen und Gemeinderäte hier im Saal begrüße ich unseren Vizebürgermeister aus der Landeshauptstadt, Matthias Adl, sehr herzlich. Ich freue mich, dass auch heute wieder unsere Teilorganisationen vollzählig vertreten sind. Sie sind der Rückhalt unserer Volkspartei Niederösterreich, und ich begrüße von den Wir Niederösterreicherinnen, von den ÖVP-Frauen, Landesleiterin Petra Boslav, Landesgeschäftsführerin Dorothea Renner und die Bundesobfrau Dorothea Schittenhelm. Ich begrüße unsere junge österreichische Volkspartei, die heute zu Beginn bereits mit einer Blaskapelle zum ersten Mal aufgetreten ist, wenn den Landesobmann Bernhard Heinrichsberger, der Landesgeschäftsführerin Bernadette Schöne und noch einmal unseren Bundesobmann und Bundesobmann der jungen ÖVP Sebastian Kurz. Für den Seniorenbund in unserer Mitte ist der Landesobmann Herbert Noworatzki mit seinen beiden Landesgeschäftsführern Walter Hansi und Herbert Bauer und der Seniorenbundpräsidentin im Bund Ingrid Korosek. Für den Bauernbund darf ich begrüßen Bauernbundobmann und Präsidenten der Landwirtschaftskammer Österreich und Niederösterreich Hermann Schultes mit seiner Bauernbund-Direktorin Claudia Tanner und den österreichischen Bauernbund-Obmann Jakob Bauer. Herzlich willkommen in St. Pölten. Für den Niederösterreichischen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund, für den NÖAB
unseren Landesobmann Wolfgang Sobotka mit seiner Landesgeschäftsführerin Sandra Kern. Und für den Wirtschaftsbund unsere Landesgruppenobfrau und niederösterreichische Wirtschaftskammerpräsidentin Sonja Zwatzl und Wirtschaftsbunddirektor Harald Servus. Herzlich willkommen in St. Pölten. Wir als Volkspartei sind nicht nur in den Gemeinden, im Land und im Bund stark vertreten, sondern auch auf europäischer Ebene. Ich darf in unserer Mitte begrüßen unseren ÖVP-Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Ottmar Karas, und die Abgeordneten Elli Köstinger und Heinz Becker. Herzlich willkommen in Niederösterreich. Und ich begrüße alle Vertreter der öffentlichen Sicherheit, der Wirtschaft und der Medien hier im FAZ in St. Pölten. Und ich begrüße euch, alle, die hier herinnen sind, in der Halle in St. Pölten. Rund 1400 Delegierte, Gastdelegierte haben den Weg nach St. Pölten gefunden. Ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr alle gekommen seid, dass wir gemeinsam hier heute am 25. März den ordentlichen Parteitag fortsetzen können. Und wenn ich sage fortsetzen, dann bedeutet das, dass bereits gestern, am ersten Tag unseres Landesparteitages, so einiges passiert ist. Wir haben zu Beginn in dem Film gesehen, was alles gestern passiert ist. Mit einer würdigen Verabschiedung für unseren Landeshauptmann, für unseren mittlerweile Ehrenparteihauptmann Dr. Erwin Bröll. Es war wirklich ein toller Tag im Zeichen von Erwin Bröll. Und Erwin, noch einmal danke für deine Arbeit für Niederösterreich. Ja, und auch heute steht einiges am Programm. Wie ihr seht, hat sich einiges verändert. Die Halle hat sich verändert. Denn wir sind heute zum Arbeiten da. Es werden Weichen für die Zukunft gestellt und Weichen für die Volkspartei Niederösterreich, sowohl inhaltlich als auch personell. Eine erste Vorstellung hat uns die designierte Landesparteiobfrau Hanni Mikl-Leitner bereits gegeben. Später wird sie uns noch ihre inhaltlichen Ansagen mitteilen. Bevor es aber soweit ist, komme ich noch zu einigen statutarischen Verkündigungen. Einleitend stelle ich die Beschlussfähigkeit fest. Es sind aktuell 469 Delegierte anwesend. Wir sind also beschlussfähig. Die Tagesordnung ist der Einladung ergangen und liegt auch in den Delegiertenbüchern auf. Hoher Parteitag. Liebe Freunde, ich darf zu Beginn nun zwei Persönlichkeiten zu mir auf die Bühne bitten, die den Weg unserer Johanna Mikl-Leitner begleitet haben. Auf unterschiedlichsten Ebenen. Auf der einen Seite privat, Angela Stransky, und auf der anderen Seite politisch, Sebastian Kurz. Beides Wegbegleiter, unsere Hanni Mikl-Leitner, und ich darf euch herauf auf die Bühne bitten. Ja, liebe Angela, du kennst Hanni Mikl-Leitner seit 25 Jahren. Vor 25 Jahren habt ihr gemeinsam etwas gestartet. Eine Initiative für Erwin Bröll. Da habt ihr euch kennengelernt. Und seit diesem Zeitpunkt seid ihr auch dicke Freundinnen geworden. Wie war das damals? Wie habt ihr euch kennengelernt und wie war die Hanni vor 25 Jahren? Also die Hanni Mikl-Leitner durfte ich im Oktober 1992 eben im Rahmen dieser Initiative kennenlernen. Wir haben uns sofort verstanden.
Es war eine gute Basis für unsere Zusammenarbeit in dieser Initiative, die wir letztlich geleitet haben. Die Initiative wurde erstmals gegründet, um eine Person, um die Person Erwin Bröll, über die Parteigrenzen hinaus bekannt zu machen. Es gab ja vorher noch keine Initiative, somit hatten wir keine Benchmarks, keine Vorbilder und sind das sehr hemdsärmelig und sehr gelassen angegangen. Wir waren sehr kreativ, hatten sehr viele Ideen, haben sehr viele Aktivitäten gesetzt und sind auch durch Niederösterreich getourt, um eben Personen dafür zu gewinnen. Und eins muss ich schon sagen, es war enorm, diese Rückmeldungen von sehr vielen Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kunst, Kultur und Sport, die sich für die Person Erwin Bröll eingesetzt haben und extrem begeistert waren. Das hat uns sehr geholfen. Und aus dieser Zeit, also es war voller Körpereinsatz, voller Zeiteinsatz, es war eine ganz tolle Zeit. Aus dieser Zeit ist eben unsere Freundschaft gewachsen und jetzt ist es eine sehr tiefe Freundschaft geworden. Die ist sehr schön. Dankeschön. Danke, Angela. Lieber Sebastian, das Jahr 2011 war ein prägendes Jahr. Hanimir Gleitner wurde vom damaligen Vizekanzler Michael Spindlecker im April als Innenministerin nach Wien geholt und du wurdest damals mit 24 Jahren Staatssekretär im Innenministerium. Wie war so die Startphase, du mit Hanni im Ministerium? Naja, der Start war damals furchtbar, aber das ist weder an der Hanni noch an mir gelegen, sondern es war einfach sehr viel Gegenwind da und es war alles andere als eine leichte Zeit. Aber ich kannte die Hanni ja schon vorher, nur ich habe sie dann natürlich noch viel intensiver in unserer Zusammenarbeit kennen und schätzen gelernt, als eine, die unfassbar fleißig ist. Ich habe immer geglaubt, ich arbeite schon gern und viel. Nur wenn wir gemeinsam irgendwo im Auto spät in der Nacht unterwegs waren und ich schon langsam eingeschlafen bin, ist irgendwann der Schrei nach hinten gerufen, hast du es gehört in die Ö3-Nachrichten? Und ihr Mitarbeiter und ich haben dann immer beide versucht, ganz eifrig zu sagen, ja, ja, wir haben uns ja auch geärgert drüber. Oder wenn wir gemeinsam den Tag verbracht haben und irgendwann das um 11 Mitternacht aus war, ich heimgegangen bin, schlafen gegangen bin, im Bett gelegen bin, kam dann meistens um 1 in der Früh noch der Anruf und sagt, du bist eh noch auf, was mir noch eingefallen ist. Also es war vom ersten Tag an beeindruckend, wie viel Energie sie hat und dass sie auch nach wie vor in allen ihren Funktionen auch immer so gelebt hat. Und zum Zweiten bin ich natürlich extrem dankbar, dass du, Hanni, mich immer unterstützt hast. Das war für mich damals mit 24 alles andere als einfach, viel medialer Gegenwind und du hast dich da immer schützend vor, hinter und neben mich gestellt und dafür bin ich dir bis heute sehr, sehr dankbar. Ich denke, da in dem Saal gibt es einige, die diese nächtlichen Anrufe wirklich sehr schätzen. Liebe Angela, als langjährige Freundin kennst du Hanni vielleicht besser als alle anderen hier in dem Saal, außer ihre engste Familie. Du bist ja auch Taufpatin von ihrer älteren Tochter, von der Anna. Vielleicht kannst uns du ganz kurz erzählen, wie ist denn die Hanni so privat, so als Mensch, Hanni? Also die Hanni hat eine Vielzahl an guten Eigenschaften. Ich glaube, das wissen viele. Ich möchte auch nur einige davon aufzählen. Und zwar, sie ist sehr bodenständig, sie ist sehr geradlinig, sie ist sehr fleißig, was ja eben schon angeklungen ist. Und sie hat einen großen Bekanntenkreis und sehr viele Freunde, mit denen sie auch Zeit verbringt und die Freundschaften pflegt sie auch, muss ich ehrlich sagen. Und was man ihr anmerkt, und das hat sie immer gehabt, sie geht gerne mit Menschen um, sie arbeitet gerne mit Menschen gemeinsam, auch für Menschen. Und das spürt man, glaube ich, bei all ihrem Tun, ob das jetzt privat oder persönlich ist oder ob das auch im Berufsumfeld ist. Und was mich immer fasziniert hat an ihr und bis heute fasziniert, ist das Thema, sie ist enorm motivierend. Also ich habe immer die Erfahrung gemacht, man geht mit einer Frage zu ihr ins Büro hinein,
du kommst nicht nur mit einer Antwort raus, sondern du kommst mit drei weiteren Aufgaben raus, die du dann ganz einfach mit Begeisterung voll hochmotiviert erledigst. Und ich glaube, das können alle, die mit dir bisher zu tun hatten, bestätigen. Und wie gesagt, auf uns kannst du zählen, sowohl privat als auch beruflich. Das verspreche ich. Und auch das kann ich bestätigen. Lieber Sebastian, du hast ja gerade aktuell nicht gerade die einfachsten Themen zu bewältigen. Vor einem Jahr war gerade die Flüchtlingskrise am Höhepunkt und du hast gemeinsam mit Johanna Mikl-Leitner die Westbalkanroute geschlossen. Ein wesentlicher Beitrag dazu, dass heute dieses Flüchtlingsthema nicht mehr so groß ist. Wie war da die Situation? Wie habt ihr euch da abgestimmt? Naja, wir haben einfach einen irrsinnigen Druck erlebt, weil heute ist das ja als etwas Positives, glaube ich, abgespeichert bei den meisten Menschen und sogar bei den Medien gibt es kaum noch Kritik an dieser Maßnahme. Damals war das ja genau gegenteilig. Da war de facto jeder dagegen. Die eine Hälfte hat uns erklärt, das kann nicht funktionieren und die andere hat uns erklärt, und wenn es funktioniert, dann ist es menschenverachtend und schlecht. Und neben der angenehmen nächtlichen Telefonanrufe, die wir alle so schätzen, und der Hanni Mikl-Leitner ihrer Stärke, glaube ich, dass sie einfach eine unfassbare Energie hat, habe ich damals vor allem auch miterlebt, dass sie einfach steht wie ein Bollwerk, unabhängig davon, wie hart der Gegenwind gerade ist. Das ist, glaube ich, eine Eigenschaft, die sie mit dem Erwin Bröll und dem Wolfgang Sobotka gemeinsam hat. Also das dürfte irgendwie in Niederösterreich irgendwie so in den Genen liegen. Aber das ist schon eine ganz, ganz wesentliche Eigenschaft aus meiner Sicht, denn es gibt ohnehin sehr viele Politiker, die ihre Meinung ändern, wenn es ein bisschen einen Gegenwind gibt oder da ein leichtes Lüfterl aufkommt. Und es ist schön, dass es einige gibt, die ihre Meinung auch nicht ändern, wenn der Wind sehr rau wird. Insofern, liebe Hanni, alles Gute für die weitere Tätigkeit. Herr Minister, liebe Angela, danke für eure Ausführungen und die Einblicke in den Menschen, Hanni Mikl-Leitner. Dankeschön. Hubert Deidag, liebe Freunde, ein weiterer Spitzenpolitiker, der mit Hanni Mikl-Leitner auf Bundesebene zusammengearbeitet hat, ist unser Bundesparteiobmann und unser Vizekanzler Reinhold Mitterlehner. Lieber Reinhold, du hast mit einem Koalitionspartner, der alles blockiert und eigentlich wenig später doch immer draufkommt, dass die ÖVP-Positionen die richtigen sind, nicht wirklich eine leichte Aufgabe. Aber der Herr Bundeskanzler, da wird schon noch draufkommen, dass die politische Bühne kein verstaatlichtes Unternehmen ist, wo Inszenierung und Maßanzug ausreichen, sondern handfeste Arbeit gefragt ist. Lieber Herr Bundesparteiobmann, ich darf dich um deine Ausführungen bitten. Liebe Hanni, lieber Erwin Bröll, geschätzte Regierungskollegen, hoher Parteitag, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bedanke mich für die Möglichkeit, ein paar Dinge auch hier heute ansprechen zu dürfen und habe natürlich die Einladung angeschaut und wie wahrscheinlich jeder von euch dann gesehen, da steht das Wort Weichenstellung drauf. Und ich glaube, das Wort Weichenstellung ist wirklich ein bezeichnendes, ein prägendes Wort, das nicht nur heute, sondern auch die Zukunft entsprechend prägen wird. Und wenn man Weichen stellt, dann muss man Leadership verwirklichen, dann muss man wissen, wo es hingeht. Und da möchte Erwin Bröll ansprechen, der, glaube ich, gerade was die Inhalte anbelangt, schon genau gewusst hat, wo Niederösterreich hin soll und wo es auch die richtige Weichenstellung gegeben hat. Denn im Endeffekt war die Ausgangslage ja die, Oberösterreich oder Steiermark
haben, was die Industrie anbelangt oder die Wirtschaftsstrukturen, vielleicht eine günstigere Ausgangsposition gehabt. Niederösterreich ist vielfältiger in der Struktur, aber genau das hat Erwin Bröll mit seinem Team zur Chance gemacht. Und wenn man jetzt schaut, was EcoPlus und andere Einrichtungen bewirkt haben, dann haben wir hier eine Chancenregion im 21. Jahrhundert. Eine Chancenregion, die genau eines auch begriffen hat, dass Wissenschaft und Technologie eigentlich die Grundlage ist für eine erfolgreiche Zukunft. Und wenn wir heute davon reden, auch ich als Wissenschaftsminister, wir sind begeistert und froh, dass wir eine Forschungsquote von 3,07% haben, dann wirbt einen Großteil der gesamten Forschungsprojekte das ISTA ein in Klosterneuburg. Das ist, wie MedAustron oder anderes, genau der Garant dafür, dass nicht nur die Forschungsprojekte da sind, sondern dass auch die Arbeitsplätze kommen. Und das Ganze umrahmt auch natürlich mit dem intellektuell, geistig, kulturellen, was in die Zukunft weiterführt, wie etwa das Europaforum in Göttweig oder die Uni in Krems oder überhaupt die Kulturaktivitäten rund um Grafeneck. Niederösterreich ist ein Standort, ist eine Region mit Zukunft. Gratuliere dir, Erwin, du hast wirklich Großartiges erreicht. Danke auch für die Zusammenarbeit. Wird ja vieles hineingeheimnist. Wir haben wirklich immer gut zusammengearbeitet, möchte ich auch hier aussprechen. Wünsche dir natürlich für die Zukunft nicht nur alles Gute, sondern dass wir haben gestern ein paar Projekte angesprochen, auch da und dort noch zusammenarbeiten, wird wichtig sein, auf die Erfahrungen auch aufzubauen. Und ich rede ja von Weichenstellungen. Und bei Weichenstellungen, Organisationen, Parteien handeln durch Personen. Ist es wichtig, erst einmal das Wie und Was richtig zu machen. Und ich glaube, wir können gerade an einem Fallbeispiel in nächster Nähe erleben, wie man es nicht machen kann oder soll. Gibt es eine Perspektivengruppe, die hat keine Perspektive gefunden, deswegen wird die Perspektive verlängert. Ist auch eine Möglichkeit. Aber hier in Niederösterreich hat man klar, einig und wirklich gut entschieden von der Vorgangsweise und natürlich auch, was Hanni Mikl-Leitner anbelangt, von der Person. Ich glaube, man muss darauf hinweisen, erst einmal eine Frau als Landeshauptmann, als Landeshauptfrau, das ist wichtig, auch jetzt für unsere Gesellschaft. Und der Sebastian Kurz hat angesprochen, die Eigenschaften der Hanni, die ich genauso erlebt habe. Eine unendliche Fleißigkeit, aber nicht nur die Fleißigkeit, sondern auch eine Vision dazu, eine Teamorientierung und den Mut, auch dazustehen und das dann auch durchzustehen, wenn der Gegenwind da ist. Und die Balkanfrage ist ja angesprochen worden. Es war nicht en vogue auf EU-Ebene, das so zu vertreten. Wir sind viel kritisiert worden. Heute ist das gelebte Solidarität. Und weil wir gerade jetzt wieder diskutieren, auch über das Schließen anderer Routen. Wir wollen nicht, dass jemand ertrinkt. Niemand will das. Wir wollen auch nicht die Voraussetzungen schaffen, dass das passiert, sondern es muss irgendwo anders beginnen, nämlich dass irgendwo anders ist die Grenze, dass irgendwo anders ist das, wo man an den Ländern eigentlich schon einen geordneten Übergang schaffen muss, nämlich wie den Ländern in Afrika, einen geordneten Übergang machen muss für die, die wirklich Hilfe brauchen und nicht die, die durch Schlepper mit wirtschaftlicher Unterstützung oder auf wirtschaftlicher Basis nach Europa kommen. Aber das ist eine andere Geschichte, da werden wir noch viel diskutieren. Ich glaube, Hanni, was dich auszeichnet, ist genau diese Linie, die du auch in Niederösterreich, was Weichenstellung für die Zukunft anbelangt, zeigen wirst. Und ich wünsche dir jetzt schon alles Gute, vor allem auch natürlich ein gutes Ergebnis. Hanni, du hast den Programmprozess angesprochen und es ist ein Prozess, der alle einbindet. Und wir feiern ja heute, vielleicht zufällig, vielleicht ist es aber auch so abgestimmt, 60 Jahre EU-Vertrag. Heute, am 25. März, sind die EU-Verträge unterzeichnet worden. Und eigentlich war die Mission der EU ein Friedensprojekt. Das andere, was wir erlebt haben, durch Vergemeinschaftung von Kohle und Stahl eben Frieden zu schaffen, indem man diese Produktionsmittel vergemeinschaftet. Aber was brauchen wir eigentlich heute? Vielen Jungen sagt dieses Friedensprojekt nichts mehr. Das Soziale haben wir. Also brauchen wir ein Mission Statement, eine Neuausrichtung.
Und auch dort würde ich mir eine eher andere prozessorientierte Vorgangsweise wünschen. Nicht fünf Szenarios, wo das erste Szenario lautet, weitermachen wie bisher. Wer will das? Sondern wir müssen dort ansetzen, wo die Kritik der Bürger kommt, wo man merkt, wir regeln das Kleine, die Nährmittelwerte und Allergene, und das Große wie die Flüchtlingsfrage regeln wir oder lösen wir nicht. Der die großen Lösungen, die muss die EU machen, die kleinen Lösungen, die können wir selber, insbesondere im Rahmen der Subsidiarität. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir gerade heute, was Weichenstellungen anbelangt, Solidarität, Gemeinsamkeit und eine andere Mission auch im Rahmen der EU entwickeln. Das werden wir in den nächsten Wochen ja intensiv diskutieren. Und damit auch zu dem, was uns jetzt prägt, die Weichenstellungen für die Zukunft. Ja, was ist es denn, was die Leute so unruhig macht wie nie zuvor? Es ist im Prinzip eine Verlustangst auf vielen Ebenen. Die eine Ebene ist Digitalisierung. Jeder hat begriffen, ich weiß nicht, wer von Ihnen jetzt da das Smartphone da liegen hat und schon getippt hat, ich nehme an 90%. Die Frage ist nicht mehr, wie wollen wir leben, sondern die Frage ist, wie müssen wir leben? Weil wir mittun müssen in der Geschwindigkeit. Und der eine oder andere begreift, nur eigentlich hängt daran sein Arbeitsplatz und ist er möglicherweise weg, wenn er nicht mittut. Das Zweite ist, er hat natürlich auch die Angst, dass es den Kindern vielleicht nicht mehr so gut geht wie ihm selber. Früher hat man immer gesagt, ich will, dass es meinen Kindern besser geht als mir. Heute sagen wir, ich weiß nicht, ob ich den Arbeitsplatz ich selber habe und meine Kinder vielleicht schon gar nicht. Also es wird schwieriger. Und dann kommt die zweite Seite noch dazu, das ist die Sicherheitsfrage. Terror, geopolitische Probleme. Ja, irgendwie sogar die Angst, die Kultur wird verdrängt durch Islam und andere Erweiterungen. Also wir haben Angst. Und was ist in der Bevölkerung, wenn Angst da ist, notwendig? Na, dann muss jemand Sicherheit geben. Und wer kann Sicherheit geben? Ja, meines Erachtens nur eine Partei wie die Volkspartei, die mit ihrem Bürgermeister, mit den Funktionären an den Problemen der Basis ausgerichtet ist und auch entsprechende Lösungen bewirken kann. Und ganz ehrlich gesagt, das ist angesprochen worden vom Geschäftsführer Ebner. Ja, wir haben eigentlich ein wunderbares Programm. Wir haben ein Programm entwickelt, bin selber lange in der Politik tätig. So viel haben wir noch nie für die Wirtschaft gehabt. Und irgendwo bringen wir dann doch den Schluss nicht drüber. Ja, Wirtschaft hat was, nimmt das. Ja, eigentlich geht es um was Zweites und das muss die Angst auch lösen. Das sind die Arbeitsplätze. Der ist unser Ziel auch in der Partei. Arbeitsplätze sichern, Arbeitsplätze schaffen mit einer guten Wirtschaftsentwicklung. Und ich wünsche mir eigentlich von allen Anwesenden nur eines. So viel Zeit, was man für Forderungen aufgewendet hat. Wir brauchen eine Lohnnebenkostensenkung, wir brauchen Investitionsprämien und anderes. Ein Zehntel, wenn jeder im Kontakt mit dem Bürger, mit dem Wähler weiterbringt, dann haben wir 10 Prozentpunkte schon mehr, was die Ergebnisse anbelangt. Das ist es und Bürgermeister sind ja viele, da habe gestern ja auch sehr viele getroffen. Aufgepasst, wir fördern, auch diese Woche werden wir es wahrscheinlich beschließen, die kommunalen Investitionen. Denn wir wissen, wer investiert denn? Die Gemeinden. Wer schafft den Wohlstand? Von dort kommt er. Daher die Unterstützung dort. Und unsere Bürgermeisterkonferenzen haben auch den Sinn, dass wir Multiplikatoren haben, dass wir Produktentwickler haben. Wer sonst als wir als Volkspartei sollte das auch entsprechend nutzen. Daher glaube ich, wir sind da gut unterwegs. Ähnliches im Bereich Sicherheit, außenwirtschaftlich und nicht nur wirtschaftlich, sondern was die Außenpolitik anbelangt. Werden die Wirtschaftsdaten dort, die Exporte nächstes Jahr steigen. Und was wir betreffend Sicherheit und Migration haben, haben wir schon kurz angesprochen. Daher ist eigentlich jetzt abschließend nur eine Frage offen. Wie geht es uns dabei? Wie stehen wir da jetzt als Volkspartei? Wenn wir das anschauen, was wir als Programm haben, dann müsste eigentlich noch ein bisschen ein stärkerer Ruck nach vorne gehen. Naja, ich habe irgendwo eine Statistik gelesen, die ist nicht von uns gewesen. Da wird dann dargestellt, wer wen kritisiert. Es ist erstaunlicherweise, ich glaube, man kann es ahnen, von wem diese Statistik ja in Auftrag gegeben worden ist, an der ersten Stelle der Bösewichte, der Wolfgang, aber an zweiter Stelle bin schon ich, die anderen immer kritisieren. Und jetzt muss man sagen, ich habe mir das selber angeschaut, weil ich mich eher als positiven Menschen sehe. Ja, ein Euro wird nicht allein schäbern. Sondern das hat einen bestimmten Hintergrund, warum es dann eine Kritik oder eine Reaktion gibt. Aber ich glaube, auf der anderen Seite wäre es doch besser, wenn wir das gemeinsam, im Übrigen, wir haben auch einmal vor 2 Jahren so eine Statistik machen lassen und wer glaubt, hat die ÖVP am meisten kritisiert? Naja, waren die eigenen.
Und wenn ich mir gestern denke, wir haben gestern einen wunderbaren Tag gehabt, nicht nur in Niederösterreich, sondern haben beim Thema Arbeitsinspektion endlich was aufgrund einiger Fallbeispiele vorangebracht. Und nicht lachen über die Waxing Lady, sondern die war nur eigentlich das Transportmittel, um ein wichtiges Thema endlich einmal in der Öffentlichkeit publik zu machen. Aber im Endeffekt, wenn ich dann in die APA geschaut habe, dann, das illustriert das, was ich vorher gesagt habe, Umlaufbeschuss der Finanzreferenten, man muss endlich die Finanzierung da sicherstellen. Ein Arbeiterkammerpräsident, der uns zuzurechnen ist, hat gesagt, Abstimmung über Flexibilisierung. Also es hat schon irgendwo einen Hintergrund, was der Erwin gestern angesprochen hat. Der Erwin hat gestern sinngemäß, ich habe es so für mich mitgenommen, gegeneinander wird man vieles los, miteinander wird man groß. Das ist meine Interpretation. Und mit diesem Appell und mit zwei abschließenden Bemerkungen möchte ich eigentlich dann sozusagen abschließen. Nämlich, es ist immer die Fragestellung, ist nicht der Populismus das, was uns jetzt so prägt, dass wir mit Inhalten nicht mehr durchkommen? Da sage ich dazu, Gewerkschaftspräsident hat zu mir neulich gesagt, irgendwer muss die Arbeit auch machen. Genau das ist. Und das erkennen die Leute, wenn sie schauen zum Herrn Trump und zu anderen, die Arbeit muss wer machen, das macht meistens die Volkspartei. Wir erklären es halt nicht allen und geben es nicht so weiter. Und das Zweite, wir haben immer die Idee gehabt oder die Einstellung, machen wir da das Sicherheits- oder Integrationsthema nicht. Dieses Schmiedl-Schmidt-Prinzip, der Wähler geht ja gern dann zum Schmied und nicht zum Schmiedl. Und was hat die Wahl in Niederösterreich, in den Niederlanden, ist der Aufhänger gewesen in den Niederlanden mit dem Herrn Rutte bestätigt. Im Endeffekt geht der Wähler auch in diesen Fällen, wenn eine klare Linie vorgegeben wird, zu dem, der das Thema heute halt aufnimmt, aber der es mit Rechtsstaatlichkeit aufnimmt. Und daher abschließend bleibt mir eines, wir sind eine ganz große Gruppe, heute über 1400 Leute, wir brauchen dieses Miteinander, da sind wir stärker, wir brauchen die Gemeinsamkeit, es geht darum, mit Mut in die Zukunft zu gehen, mit Mut für Niederösterreich, mit Mut für unser Österreich, aber letztendlich auch für Europa. In diesem Sinn wünsche ich dir, Hanni, persönlich, aber auch dem gesamten Team und der Niederösterreichischen Volkspartei alles Gute, viel Erfolg. Mutig voran für Österreich. Geschätzter Herr Bundesparteihauptmann, lieber Reinhold, danke für deine Ausführungen. Wir kommen aber wieder zurück nach Niederösterreich. Starten wir unsere Zukunft mit Arbeit, starten wir unsere Zukunft mit unserem Programmprozess, volles Programm Niederösterreich. Hanni-Mick Leitner hat heute zu Beginn den Auftrag gegeben, dass wir ein neues Programm schreiben. Programm ist für uns in der Volkspartei Niederösterreich aber nicht nur ein Wort. Programm ist für uns in der Volkspartei Niederösterreich harte Arbeit, handfeste Arbeit, die mit dem heutigen Tag hier in St. Pölten auch beginnen wird. Heute erfolgt der Startschuss für unser volles Programm Niederösterreich. Und wenn man ein Programm startet, dann soll man vielleicht nicht gleich mit dem Endergebnis beginnen und mit den Ideen, sondern zuerst einmal über die Herausforderungen reden, über die Herausforderungen der Zeit in den einzelnen Bereichen. Und das wollen wir auch heute tun. Das wollen wir heute tun bei diesem Parteitag. Und ich darf dazu unsere Obleute der Teilorganisationen und unseren Gemeindebundpräsidenten bitten, die Herausforderungen der Zukunft zu formulieren. Wir starten mit Petra Boslav, der Landesleiterin Wir Niederösterreicherinnen, ÖVP-Frauen, eine starke Vertreterin für die Anliegen und die Interessen der Frauen in Niederösterreich. Liebe Petra, ich bitte um deine Ausführungen.
Hoher Parteitag, dieser 25. März 2017 steht für mich unter einem ganz klaren Motto, unter dem Motto Lady is first. Lady is first, wenn Johanna Mikl-Leitner zum ersten Mal als Frau die Landespartei übernimmt, und Lady is first, wenn unsere Organisation der ÖVP-Frauen das erste Statement zu diesem Programmprozess abgeben darf. Und Lady is first, nehmen wir das doch zum Motto für die nächsten Jahre. Da können wir unsere Anliegen, die wir haben, die wir diskutieren wollen, die wir weiterbringen wollen, recht gut verpacken, damit wir in Zukunft auch noch gewisse Nachteile kompensieren können. In der Bezahlung für gleichwertige Arbeit zwischen Mann und Frau, in der finanziellen Absicherung, in der Pension, in der Zugänglichkeit zu Top-Jobs in den Aufsichtsräten und in den Vorständen in der Wirtschaft. Ich weiß schon, es ist für die Frauen wahnsinnig viel passiert in den letzten Jahren. Und Hanni Mikl-Leitner hat es gesagt, es ist nicht selbstverständlich gewesen vor vielen Jahren, dass du deinen Familiennamen aussuchen durftest, Mikl-Leitner. Oder dass die Frauen selbstständig entscheiden durften, gehen sie arbeiten oder nicht, oder wo der Wohnsitz der Familie ist. All das ist passiert, weil es zum einen engagierte, durchsetzungskräftige Frauen gegeben hat und auf der anderen Seite verständnisvolle und kooperative Männer. Und jetzt gehen wir doch in die nächste Etappe. Denn genau diese Kategorie von Frauen und Männern, die gibt es nach wie vor. Und wenn ich da in den Saal schaue, da sitzen sie alle. Also gehen wir in die nächste Etappe. Gehen wir mit ganz klaren Vorstellungen in die nächste Etappe. Das heißt, Maßnahmen setzen, um diese Schere zwischen unterschiedlichen Bezahlungen, zwischen Mann und Frau für gleichwertige Arbeit zu schließen. Die Zugänglichkeit für Frauen bei Aufsichtsräten und Vorständen zu verbessern, pro Kind 4 Jahre anrechnen für die Pension, egal in welchem Zeitalter, in welchem Zeitabstand sie geboren worden sind. Und schlussendlich zur finanziellen Absicherung der Frauen in der Pension auch ein verpflichtetes Pensionssplitting, wo der Mann einen gewissen Beitrag seiner Pension auf das Pensionskonto der Frau während der Kindererziehung einzahlt. Das ist zeitgemäß, meine Damen und Herren. Wir glauben, das ist zeitgemäß und das ist auch keine Überforderung, denn das braucht auch unsere Gesellschaft. Wir haben schon heute gehört, wir wollen in unserer Gesellschaft weiterkommen. Und die Frauen sind wichtiger Bestandteil nach wie vor der Gesellschaft. Einerseits in der Wirtschaft, wir brauchen qualifizierte weibliche Arbeitskräfte und wir brauchen in der Familie weiterhin sehr gute Drehscheiben, belastungsfähige Drehscheiben der Frau, wo sie nicht dann die Sorge haben muss, wenn sie Kinder bekommt, dass sie später finanziell nicht abgesichert ist. Das ist von gestern, daran müssen wir arbeiten, dass wir weiterkommen, dass wir genau diese Punkte weiter für uns Frauen entwickeln können. Darauf zähle ich auf alle Herren. Wir Damen sind dazu bereit, im Sinne des Mottos Ladies First. Danke. Dankeschön. Ja, danke, Petra Boslav, Ladies First. Finanzielle Absicherung für Frauen. Von den Frauen kommen wir zur Jugend. Die Junge Österreichische Volkspartei hat einen neuen Obmann seit November 2016, Bernhard Heinrichsberger. Sie haben sich nun einen Erneuerungsprozess gegeben, haben ein neues Logo entwickelt, haben sich neu aufgestellt. Und ich darf dich, lieber Bernhard, nun um deine Ausführungen bitten. Hoher Parteitag, liebe Freundinnen und Freunde, was ist Eigentum? Bin ich Eigentum? Seid ihr Eigentum? Oder ist die Jugend Eigentum? Und ich kann die Frage ganz klar und deutlich beantworten, mit einem Ja. Wir sind Eigentum, aber wir sind Eigentum von uns selbst, weil wir sind freie Menschen und können frei entscheiden und können frei Eigenverantwortung tragen. Und dieses Recht darf uns niemand nehmen.
Täglich werden Leistungen erbracht, egal welche Berufsgruppe, egal welches Alter, egal woher man herkommt, egal ob Frau oder Mann. Jeder von hier leistet Grandioses. Und niemand darf uns dieses Recht auf unser eigenes Eigentum, was wir durch unser Hirn und durch unsere Hände erwirtschaften. Niemand darf uns dieses Eigentum wegnehmen oder sogar noch zusätzlich besteuern. Jetzt wird sich der eine oder andere die Frage stellen, naja, wie viel Eigentum hat eigentlich die Jugend? Und das ist vielfältig. Aber es beginnt oft mit den kleinen Dingen, wir haben es heute schon gehört, das Smartphone. Das ist immer der erste Weg in die Freiheit. Ein bisschen WhatsAppen. Danke den Eltern, die das auch sehr tatkräftig unterstützen finanziell. Es ist der erste Weg in die Freiheit. Dann kommt der nächste Schritt. Das erste Moped oder das Auto. Man wird mobil. Danke auch wieder an die Eltern. Die schlafen dann ein bisschen unruhiger, wenn man länger unterwegs ist. Und so geht das Eigentum weiter und weiter. Und irgendwann kommt der Moment, wo man selbstständig werden möchte. Wo man sagt, ich möchte mein eigenes Leben aufbauen mit einem finanziellen Hintergrund, der oft nicht so gut bestärkt ist. Und man will das Eigenheim, eine Wohnung, ein Reihenhaus oder sogar ein Haus. Und leider Gottes gibt es da viel zu oft hohe und unüberwindbare Hürden. Wir müssen Wohnen neu denken, liebe Freundinnen und Freunde. Die Gesellschaft verlangt von der Jugend Flexibilität und Leistung. Und wir bringen Flexibilität und Leistung. Das kann ich euch versichern. Aber wir fordern dasselbe von der Gesellschaft und der Politik. Darum fordern wir auch ein Umdenken. Wir brauchen neue, nachhaltige und alternative Finanzierungsmöglichkeiten, damit man auch in jungen Jahren die Möglichkeit hat, Eigentum zu schaffen. Und das ist ganz wichtig, denn es ist der Grundstock für das Schaffen des Eigentums. Es braucht eine neue Art und Weise des Wohnens. Wir werden immer flexibler im Beruf, in der Ausbildung, oft mit Standortwechseln. Daher braucht es neue Wohnformen, Smart Living. Wir müssen daran arbeiten. Und das drückt die Geldbörse. Es braucht eine Entbürokratisierung des ganzen Baurechts, der Bauwirtschaft. Denn teilweise entstehen auch dadurch immense Kosten. Und all das werden wir einbringen in den neuen Programmprozess. Darauf freuen wir uns. Wir werden aktiv mitarbeiten und mitgestalten, wir werden mitdiskutieren. Denn an der jungen ÖVP Niederösterreich führt kein Weg vorbei in dieser Sache. Und für alle, die einen sinnvollen Investitionsratschlag wollen, denen darf ich einen geben. Investiert in die Jugend, denn ihr investiert damit in Leben und ihr investiert damit in die Zukunft unseres Landes. Und wir haben die beste Verzinsung. Wenn man sieht, die Jugend in Niederösterreich ist selbstbewusst, die Jugend in Niederösterreich hat Ideen und Konzepte für die Zukunft. Wir kommen nun von der Jugend zu den Senioren. Ein harter Sprung auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind es die Senioren, die Mobilität brauchen, es sind die Senioren, die in Niederösterreich immer wieder darauf achten, mit ihren Landeshauptmann Herbert Noworadzki eine starke Organisation in der österreichischen Volkspartei, in der niederösterreichischen Volkspartei zu sein, mit einem klaren Blick für die Interessen der älteren Generation. Lieber Herbert, ich bitte um deine Ausführungen. Kuckuck ist nicht gemein für die älteren Leute, ja, das möchte ich nur feststellen, gleich zu Beginn. Lebensqualität und Mobilität hängt eng mit der älteren Generation zusammen. Die ältere Generation möchte selbstbestimmend das Leben machen.
Und jeder versteht unter Mobilität verschiedene Angehensweisen. Das ist der öffentliche Verkehr, das ist der eigene Pkw, die eigene Mobilität im eigenen Heim und nicht zuletzt Internetmobilität. Ich möchte zum ersten Thema kommen, der öffentliche Verkehr. Niederösterreich ist ein weitreichendes Land und da ist in den letzten Jahren gerade im öffentlichen Verkehr von den ÖBB sehr viel ausgedünnt worden. Man hat die Verantwortung immer in die Hände der Gemeinden und in die Hände des Landes gegeben. Das ist ja zu einem Zeitpunkt passiert, wo noch ein Generaldirektor war, der heute Bundeskanzler ist. Wir dürfen das nicht vergessen. Und immer wiederum hat es geheißen, wenn eine Linie oder irgendetwas eingestellt wurde, ja, wenn ihr es wollt, dann zahlt es. Wer anschafft, der soll es auch bezahlen. Und das kann es nicht geben, denn gerade in den ländlichen Räumen ist der öffentliche Verkehr eine wesentliche Voraussetzung. Ich denke da zum Beispiel nur an die Vorteilskarte und an die Seniorenkarte. Hier gibt es zum Beispiel einen Schmankerl, dass man mit der Vorteilskarte billiger fährt als mit der Seniorenkarte. Zweite Sache, das hat man in der letzten Zeit gesehen, der Entwerter ist weggekommen, gerade für die Älteren, eine große Problematik. Danke dem Land Niederösterreich, dass hier sofort gehandelt wurde. Und man hat gesagt, nee, man soll das mit dem Smartphone machen. Ich wünsche Ihnen viel Glück, wenn es sofort das erste Mal funktioniert. Das ist der öffentliche Verkehr. Zweites, eigener Pkw. 46% der älteren Bevölkerung braucht den eigenen Pkw täglich. Wir kennen die Fahrtwege zum Doktor, Apotheke, Einkaufen, ja sogar für die jüngere Generation, wenn gerade die jüngere Generation hier gesprochen hat. Wir bringen eine Leistung auch für die jüngere Generation, Kinder in den Kindergarten bringen, wenn die Eltern krank sind, dass wir hier einspringen. Und da ist der Pkw eine riesige Voraussetzung. Aber es kann nicht so sein, wie die FPÖ verlangt hat im Niederösterreichischen Landtag und einen Antrag gestellt hat, ab 75 muss man eine Überprüfung des Führerscheins machen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, was ist dann mit den 48-Jährigen, der jedes Mal total besoffen herumfährt? Was ist mit den 28-Jährigen, der voll eingekifft mit dem Auto unterwegs ist? Und daher wollen wir diese Diskussion beenden. Es hat aber die eigene FPÖ auch nicht dafür gestimmt, für diesen Antrag im Niederösterreichischen Landtag. Und gerade wir als ältere Generation fühlen uns ja um mindestens 10 Jahre jünger. Und da hat es bei uns beim Landestag, der erst vor 14 Tagen war, einen Universitätsprofessor Kolland gegeben, der Altersforscher ist. Und er hat ein Beispiel gebracht von einer 116-jährigen Pariserin, die in Wien geboren ist. Und da wurde gefragt, wieso sie eigentlich so alt geworden ist. Die erste Antwort war, ich glaube, das sind zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass sie jeden Tag 3 rohe Eier gegessen hat. Und der zweite Grund, bitte, da kann ich mich nicht identifizieren, hat sie gesagt, sie hat seit 38er Jahren keinen Mann mehr. Könnte man natürlich auch ein Gegenbeispiel bringen, mag ich nicht. Dritte Sache, die Mobilität im eigenen Haushalt. Und gerade im eigenen Haushalt passieren die meisten Unfälle. Und hier hat Niederösterreich eine Vorreiterrolle, und zwar im Bereich der Förderung, der Wohnbauförderung für barrierefreies Wohnen. Und dieses barrierefreie Wohnen sollte man eigentlich ausdehnen auf alle Bauten in Niederösterreich, wenn sie neu begonnen werden.
Und der letzte Punkt, das Internet. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Internet wird auch für die ältere Generation immer mehr zur großen Bedeutung. Sei es jetzt, dass man eben entsprechende Informationen bekommt auf der ersten Seite, auf der anderen Seite auch Bestellungen vornehmen kann. Und hier hat Niederösterreich ein Musterbeispiel gemacht, und zwar in Richtung der Breitbandoffensive in Niederösterreich mit 4 Musterregionen. Das soll, und das fordern wir auch, ausgebaut werden. Und gestern erst habe ich gelesen, dass eine Handelskette sofort am selben Tag noch Lebensmittel bringen kann. Das kann man eben übers Internet bestellen. Abschließend aber trotzdem eines. Was mich stört, immer wiederum, weitere Informationen erhalten Sie unter www. Entweder sagen Sie es die Informationen oder sind Sie es bleiben lassen. Denn es kann nicht sein, dass man sich selbst die Informationen dann rausholen muss. Da schafft man 2 Klassen. Und das wollen wir nicht, sondern wir wollen gemeinsam diesen gemeinsamen Weg mit dir gehen, Hanni, und werden uns sehr aktiv am Programmprozess beteiligen. Ja, wir hören, es gibt viele Themen für die Senioren. Mobilität ist das zentrale Thema, worum es auch in Zukunft gehen soll. Wir kommen nun zu unseren Gemeinden. Wir haben zahlreiche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Gemeinderätinnen und Gemeinderäte hier heute im Veranstaltungszentrum St. Pölten bei unserem Parteitag. Einer, der genau weiß, worum es geht bei den Gemeinden, ist unser Präsident Alfred Riedl. Er bewirbt sich jetzt für die österreichische Präsidentschaft. Alfred, wir wünschen dir dazu alles Gute und kommen nun zu deinen Ausführungen. Bitte schön. Hoher Landesparteitag, liebe Freundinnen und Freunde, unsere Städte, unsere Gemeinden sind das Fundament unseres lebenswerten Heimatlandes. Und wir brauchen in Wahrheit nichts gesund betten und schon gar nichts krank jammern. Aber was wir brauchen, ist Planungssicherheit. Und daher bedarf es auch in Zukunft dieser starken Partnerschaft zwischen dem Land und unseren Gemeinden. Und ich denke, da ist schon die erste große Herausforderung für uns alle drinnen. Wenn wir die Emotion und die Energie, die uns bewegt in eigener Sache, und da bin ich beim Reinhold, gemeinsam werden kleine Dinge groß, in eigener Sache jetzt gemeinsam in die Waagschale in den nächsten Monaten werfen, dann soll in Niederösterreich ein Ja wieder ein Ja sein und ein Nein bleiben. Das Zweite, was ich gerne sagen möchte, ist, wir sind die Ersten, die die tagespolitischen Meldungen tagtäglich beantworten und beantworten müssen. Und da kommen viele, aber eine möchte ich gerne herausnehmen. Das ist also unser großes Thema, Verwaltungsreform, Bürokratieabbau. Es darf dieses Gefühl, das sich hier breit macht, dass schon keiner mehr daran glauben mag, dass sich da irgendetwas zum Besseren wenden kann, nicht weiter hochkommen. Wir müssen gemeinsam im Wesentlichen hier multiplizieren und dagegen arbeiten und dagegen steuern. Aber sagen möchte ich dazu, dass wir in den Gemeinden noch viele Arbeiten übernehmen werden und auch übernehmen können, weil wir in der Regel näher beim Bürger sind und damit transparenter, schneller und meistens auch billiger. Unsere Städte und Gemeinden, sie nehmen die Sensibilitäten und die Sorgen unserer Landsleute auch als erste wahr. Sie sind in der Leistungserbringung Umsetzer, Ausfallshafter und Innovationslabor. Lassen wir diese Vielfalt auch in Zukunft zu. Föderalismusdebatten, die gibt es auch zwischen dem Land und seinen Gemeinden. Aber ich denke, Föderalismus ist Innovationslabor, ist Schuldenbremse, ist kreativitätsfördernd und letztendlich wirtschaftlicher Erfolg. Und wenn ich schon von Ausfallshaftung gesprochen habe, dann gestatten Sie mir auch etwas zur Ausfallshaftung, die wir tagtäglich erleben, für jede politische Ansage, für jede Tagesmeldung übernehmen müssen. Wir wissen, dass ein zu viel an Fürsorge
und ein zu wenig an Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, noch Veränderungen zu schaffen, das Staatsgefüge gefährdet. Wir brauchen die Mutmacher und fördern letztendlich das Selbstbewusstsein. Die Zukunft des Wohlfahrtsstaates, liebe Freunde, liegt sicherlich in der Subsidiarität und in einem Mehr an Eigenverantwortung. Und unsere Gemeinden, sie sind Bildungsraum. Und bei allen großen Debatten über Bildungsreform, vieles haben wir selbst in der Hand. Ich denke, Kinderbetreuung, Kindergarten und Pflichtschulerhalter, wir kennen uns da auch aus, wir wissen, was zu tun ist. Und es ist alles nicht so schlecht, wie es manchmal auch geschrieben und debattiert wird. Aber was wir wirklich brauchen, und das können wir lokal am besten, eine ökonomische Basisbildung vermitteln. Sie ist unverzichtbarer Bestandteil der bürgerlichen Rechte. Wer nicht weiß, wie Wirtschaft funktioniert, wird immer abhängig bleiben. Und ich denke daher, es ist ganz einfach. Budgetsicherheit, Hanni, ist Planungssicherheit. Planungssicherheit ist Wirtschaftsmotor. Wirtschaftsmotor ist Sozialraum, ist Bildungsraum. Gehen wir es an. Danke, Alfred, für deine Ausführungen. Wir kommen nun zum Bauernbund. Zu Hermann Schultes. Er ist Präsident der Niederösterreichischen und der Österreichischen Landwirtschaftskammer. Und wer, wenn nicht er, sollte besser wissen, was die niederösterreichischen Bäuerinnen und Bauern, was der ländliche Raum in Niederösterreich braucht. Lieber Hermann, ich bitte um deine Ausführungen. Hoher Landesparteitag, liebe Freundinnen und Freunde, hinter mir ist ein Film, der Land und Wirtschaft zusammenführt und dazwischen ist eine Handvoll Leben. Das beschreibt sehr gut den unmittelbaren Aufgabenbereich, für den ich stehe, für unsere Bäuerinnen und Bauern in den ländlichen Regionen. Aber der Niederösterreichische Bauernbund steht für sehr viel mehr. Er hat sich die Aufgabe gesetzt, die Stimme für das Land bei den Menschen in der Stadt zu sein und dafür einzutreten, dass überall dort, wo wir wissen, dass die unterschiedlichen Entwicklungsgeschwindigkeiten zu Lebensentscheidungen führen und sehr oft so die Frage der Abwanderung berührt ist. Wir wissen heute, dass für die Abwanderung zwei Themen wichtig sind. Das eine, die harten Faktoren, die entscheiden, ob wer geht, und die weichen Faktoren, die entscheidend sind, ob wer bleibt. Die harten Faktoren, das ist, gibt es eine Schneerammung, gibt es einen Schulbus, gibt es einen Kindergarten, wie weit ist bis zur nächsten Eisenbahnstation, gibt es Betriebe in der Nähe, gibt es eine Wohnmöglichkeit, haben wir alle immer parat. Die weichen Faktoren, fühle ich mich wohl, bin in einem Verein, bin ich integriert, habe ich die Chance, mich weiterzuentwickeln? Viele Fragen, die junge Frauen heute stellen, kommen genau aus dem Bereich. Und wenn wir das Land weiterentwickeln wollen, dann müssen wir das Land mit den Augen junger Frauen sehen. Denn eines ist sicher, auch unsere Bauernmauern, auch die Mädchen aus dem Dorf gehen heute den Bildungsweg bis zur Universität. Und wenn sie zurückkommen, finden sie draußen selten adäquate Beschäftigungsmöglichkeiten. Die Berufe, die dann möglich wären, brauchen Internet und Glasfaser. Und wir sind ganz bestimmt die, die besonders dankbar sind, dass Landeshauptmann Dr. Erwin Bröll die Initiative für die Glasfaserversorgung der Regionen gesetzt hat. Denn eins ist ganz klar, dort, wo das Business passt, wo viele sind, machen sie die großen Provider. Da wird das Geld nach Mexiko gehen, die werden zufrieden sein.
Aber dort, wo die wenigen sind, geht es nur, wenn das Land, die öffentliche Hand, auch der Bund, tatsächlich mithilft, dass wir erschlossen werden. Und wir brauchen die Glasfaser im Haus genauso wie jedes Unternehmen in der Stadt. Der Bauer genauso wie der Unternehmer. Wir haben es in der Landwirtschaft in den letzten Jahren nicht leicht gehabt. Das wisst ihr, ich stehe nicht da, um zu jammern. Ganz sicher nicht. Es ist vielleicht auch der Boden schon erreicht und es schaut so aus, wie wenn es in den letzten Monaten wieder Hoffnung in Sicht wäre. Aber der wirkliche Punkt ist der, wir als österreichische und als niederösterreichische Landwirtschaft haben uns entschieden, den Qualitätsweg zu gehen, haben uns entschieden, das Bestmögliche an Lebensmitteln anzubieten, das es in der Welt gibt. Das sage ich mit Stolz, wir kennen das. Aber wir würden uns auch wünschen, dass das überall die Wertschätzung erfährt, die es braucht. Wir wissen, dass im privaten Einkauf die Leute auf unsere Gütesiegel schauen und Österreich Stellenwert hat. Die Menschen vertrauen uns und unseren Produkten. Im öffentlichen Einkauf gibt es jetzt in der öffentlichen Beschaffung die Möglichkeit der Bevorzugung von Qualität und ich bitte alle Bürgermeister, alle Beschaffungsverantwortlichen darum, sich ein Beispiel an unserem Landeshauptmann Dr. Erwin Bröll zu nehmen, denn du hast entschieden, dass in den öffentlichen Institutionen des Land Niederösterreich die Leute wissen sollen, wie es dran sind, was kriegen und woher das ist. Und wir würden uns sehr wünschen, dass dieses Recht zu wissen, das gut zu wissen, was man am Teller hat, dass das auch in der Großküche, in den Unternehmenskantinen, in der Kaserne, überall dort, wo eben mit Bleistift einkauft wird, aber mit Geschmack gegessen werden soll, überall dort wünschen wir uns, dass dieses Vertrauen in unsere Anstrengungen und in die Notwendigkeiten von Tierwohl, Nachhaltigkeit und Qualität, die wir Bauern da setzen, dass das auch dadurch honoriert wird, was wer sagt, ich weiß, von wem es ist und mir ist vom unsrigen lieber. Wir leben als Landwirtschaft in besonderer Weise mit dem Klimawandel und den Risiken, die daraus kommen. Wenn es mal in Wien, sagen wir, schon 3 Wochen schön, weiß ich, dass daheim schon 3 Wochen nicht gerenkt hat. Für uns ist das ein Problem, in der Stadt ist das, da fängt es ja stark zum Schein werden. Daher haben wir die ganz große Herausforderung und Pflicht, diese Themen wirklich abzuarbeiten. Und Stefan Bernkopf als unser Umwelt- und Landwirtschaftslandesrat genauso wie André Ruprechter, schauen, dass die Themen in der Diskussion bleiben. Und Stefan, dir ist vieles gelungen, wo sitzt du da drüben? Dir ist so vieles gelungen, dir und auch denen vor dir, die erneuerbare Wärme, die Wärme aus der Biomasse breit gemacht haben. Und das ist ein Projekt, da lebt ganz Niederösterreich. So viele Gemeinden, so viele Wohnbaugenossenschaften, so viele Unternehmen, die wollen, dass die Wärme aus der Region ist, dass Hackschnitzel verbrennt werden statt russischem Gas. Die mithelfen, die EVN, ganz stark dabei, dass wir den wertvollen Rohstoff aus der Region mit viel eigener Arbeit zu einem wertvollen Energieträger machen. Und das hat sich in Niederösterreich wirklich breit durchgesetzt. Wir kennen da was, wir können es international herzeigen, wir können stolz sein auf das, was bis jetzt geschehen ist. Der Weg muss weitergegangen werden. Wirklich gut. Danke. Wenn wir für den ländlichen Raum eintreten und unsere Menschen sind bildungsbewusst, die wollen lernen, das hat mir so gut gefallen, was der Bernhard gesagt hat, ja, in die Jungen investieren. Aber das heißt auch, dass wir die Bildungseinrichtungen brauchen, vom Kindergarten weg. Und Bildung, die mit dem Leben zu tun hat. Frell, ich setze da auf das, was du gesagt hast, das ist so, es wirtschaften lernen. Und wir brauchen in Niederösterreich zu auch die Fachhochschule. Das ist ein Thema, an dem arbeiten wir gerade. Zufällig ist unser Vizekanzler dafür zuständig und da. Und ich bitte dich wirklich um jede Unterstützung. Bei uns ist es gut investiertes Geld. Hoher Landesparteitag, wir wollen dem Land eine Stimme in der Stadt geben. Aber ich sage auch eins. Als Bauernbund haben wir den Übergang in der Partei in Niederösterreich mit sehr viel Besonnenheit, Bereitschaft
zum Denken für das Ganze und hohem Vertrauen in die Vereinbarungen und Zusagen getroffen. Liebe zukünftige Landeshauptfrau Hanni Mikl-Leitner, wir vertrauen dir und deinem Team. Du hast da gute Leute ausgesucht. Wir vertrauen unseren Vereinbarungen und wir freuen uns, wenn du mit großer Zustimmung zur Landeshauptfrau gewählt wirst und wir werden bis dahin alles tun, dass die Wahl gut ausgeht. Du hast unser Vertrauen. Alles Gute. Danke unseren Bauernbund Obmann Hermann Schultes für deine Ausführungen. Wir kommen von der Landwirtschaft zu den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, unseren Landesobmann des NÖRBs Wolfgang Sobotka. Erst in der letzten Woche hat der Gemeindegruppentag des ÖRBs im Haus 2.1 stattgefunden und mit knapp 400 Mitgliedern, die anwesend waren, wurden die Themen und die Herausforderungen der Zukunft diskutiert. Lieber Wolfgang, ich bitte um deine Ausführungen. Hoher Landesparteitag. Die niederösterreichische ÖVP war immer eine Familienpartei. Aber so wie die Hanni aufgewachsen ist und die Mutti Leitner sie erzogen hat und die Möglichkeiten gehabt hat, das wird für das 21. Jahrhundert nicht reichen. Aber so wie die Hanni ihre Familie lebt, dass der Micky ziemlich viel Hocken hat daheim, so leben wirklich viele auch hier in Niederösterreich. Da sehen Sie schon allein, wie sich das Familienbild gewandelt hat. Und aus den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts können wir nicht nur die Fortschreibung prologieren, sondern wir brauchen neue Überlegungen in die Frage, wie hat sich die demografische Entwicklung, wie hat sich die Mobilität, wie hat sich auch die Migration und schlussendlich die Digitalisierung auf die Familie ausgewirkt. Es ist für uns ganz entscheidend, dass wir Antworten finden müssen, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen. Das Männerbild hat sich entscheidend gewandelt, liebe Petra. Viele leisten hier schon Familienarbeit, manche noch untergeordnet, so quasi die Nebentätigkeiten, manche schon sehr proaktiv, wirklich sich einbringend. Immer mehr Männer wollen auch Teilzeit arbeiten oder nehmen dieses Angebot an. Haben wir schon die Bereitschaft dazu, dass wir dann keine Karriereknicks letztendlich erleben? Dort braucht es auch ein neues Zugehen und dort ist der Schnittpunkt zur Arbeit. Wir verstehen Arbeit nicht als Klassenkampf. Wir verstehen Arbeit mit den Unternehmerinnen und Unternehmern als eine Partnerschaft. Und wir müssen aufhören mit dem, dass wir Arbeit als Belastung, als Arbeitsleid permanent im Wort führen. Es ist sinnstiftend. Die Menschen, die arbeitslos geworden sind, die Hockenstarr waren und die gern arbeiten, die wissen nämlich das, die würden sie gerne annehmen. Denen gilt unsere Sorge, aber nicht denen, die in der sozialen Hängematte liegen. Und daher ist dieser Beschluss so notwendig. Die Mindestsicherung nicht sofort zu bekommen, erst dann, wenn man eingezahlt hat. Und nicht herausnehmen, was man nicht angezahlt hat. Das steht schon in der Bibel, wie man weiß. Ich denke, für uns ist es ganz entscheidend, dass wir die Arbeit wieder so gestalten, dass sie mit der Familie in Akkordanz zu bringen ist. Digitalisierung, Breitband, auch zu Hause zu arbeiten. Aber die unsinnigen Regulierungsvorschriften, dass wenn eine Mutter, die am Abend arbeitet, weil ihr Kind schläft, dann in den Überstundenzuschlag kommt und der Unternehmer sagt, das will ich aber eigentlich nicht so haben und sie auch nicht. Meine Damen und Herren, das heißt, wir brauchen auch die Sozialpartnerschaft auf der Betriebsebene. Wir müssen die Sozialpartnerschaft neu denken. Wir brauchen eine Vereinbarung, die im örtlichen, im regionalen, im betrieblichen zu leben ist. Und wir brauchen, wenn wir Arbeit und Familie als Gesamtes sehen, auch eine Überlegung zur neuen Steuerentwicklung. Familiensteuer. Ist es nicht nur Utopie, sondern können wir Incentive setzen, dass wir nicht in einer Komplexität, sondern in einer neuen Zugänglichkeit dem auch gerecht werden? Es werfen sich viele Fragen auf. Und der niederösterreichische ÖRB,
der in der Vergangenheit, egal ob es um die Pendler gegangen ist, um die dementsprechende bedarfsorientierte Mindestsicherung zu reformieren, auch um das Zeitwertkonto einzubringen, werden wir uns auch in diesen Bereichen Familie, Arbeit und, was für uns ganz entscheidend ist, Leistungsbereitschaft, Eigentumsbildung und da sage ich der Bernhard, ganz richtig in diese Richtung. In Niederösterreich wohnen Gott sei Dank noch 80% zu Eigentum. In Wien sind es 20%. Diesen Weg wollen wir nicht gehen. Der ist nicht in die Zukunft, sondern ist in die Vergangenheit. Wir denken nach vorne. Und deshalb ist der Parteitag auch hier am 25. Weil morgen sind wir um 1 Stunde früher. Darum stellt euch jetzt schon die Uhr ins Recht, damit der Hanni nachkommt. Ja, danke. Danke unseren Landesobmann des ÖRBs Niederösterreich, Wolfgang Sobotka, für deine kraftvollen Worte. Und wir kommen von der Arbeit zur Wirtschaft. Was wäre die Arbeit ohne Wirtschaft? Und wir kommen zu den Ausführungen unserer Wirtschaftsbund-Obfrau, unserer Sonja Zwartl. Bitte um deine Ausführungen. Hoher Parteitag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir in der Wirtschaft wissen, dass man zuerst etwas einzahlen muss, bevor man was rausnehmen darf. Und wir in der Wirtschaft wissen auch, dass wir deshalb in Niederösterreich nur so gut mit unseren Betrieben unterwegs sind, egal ob Kleinst- oder Mittelbetriebe oder Leitbetriebe, weil wir ganz einfach gut motivierte, gut ausgebildete Mitarbeiter haben, weil bei uns in den Unternehmen eine ungeheure Unternehmenskultur ist, weil wir auch eine Wertschätzung haben. Und uns ist es wichtig, dass wir die Herausforderungen, die dieses Wirtschaftsleben an uns stellt, nur dann bewältigen können, wenn wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf diesen Weg mitnehmen, wenn wir sie dementsprechend ausbilden. Wir stehen vor großen Herausforderungen, die natürlich wir jetzt immer eine schnelllebigere Zeit haben. Und die Digitalisierung ist auch für uns eine Chance. Aber einige haben diese Chance noch nicht begriffen oder sind noch nicht so weit. Und deshalb müssen wir sie mitnehmen. Mitnehmen unsere Unternehmerinnen und Unternehmer, aber genauso, und das ist ein wesentlicher Bestandteil, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir müssen unsere älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch fit machen für das Berufsleben. Wir müssen ihnen in unseren Betrieben die Chance geben, weiterhin erfolgreich zu sein. Wir legen großen Wert auf die Aus- und Weiterbildung unserer Jugend. Wir in Niederösterreich, wir haben überhaupt einen ungeheuren Vorteil. Wir sind ja kein Billiglohnland, damit können wir nicht dressieren. Aber wir haben einen Schatz und das sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die schaffen uns den Vorsprung, den wir brauchen, um erfolgreich in der Region und erfolgreich in Export zu sein. Sie sind innovativ, sie haben eine Disziplin, eine Treue zu ihren Unternehmen und wir haben ungemein viele Daniel Düsentriebs, die uns ganz einfach mit ihrer Innovationskraft diesen Vorsprung verschaffen. Wir brauchen aber auch, und das ist ganz wichtig, um all diese Fähigkeiten, das Potenzial, das wir haben, sozusagen am Boden in die Wirtschaft zu bringen, brauchen wir hier auch Erleichterungen. Bürokratieabbau, Deregulierung ist halt schon angesprochen worden, aber auch die Hoffnung, dass man etwas verändern kann, weil man braucht Kraft, um etwas zu bewegen. Und wir haben Vertrauen in unsere Entscheidungsträger, weil ich bin sehr froh, Bürokratieabbau ist ein Thema, das mich verfolgt, seit ich Unternehmerin bin. Und wo ich immer gesagt habe, das ist ganz einfach ein Zeitdiebstahl. Ich komme aus einem kleinen Unternehmen, ich habe etwas anderes zu tun. Ich habe mich auf mein Produkt zu konzentrieren und auf meine Kunden. Und deshalb war uns das immer und ist es uns ein Anliegen. Und wir haben hier schon einiges geschafft und ich sage Dankeschön dazu. Danke, dass es jetzt gibt, One In, One Out. Das heißt, ein neues Gesetz, ein altes raus. Ich könnte mir zwar vorstellen, dass One in, Two out sexier klingt, aber man muss halt immer kleine Schritte machen. Und die Sunset-Regel, dass es jetzt heißt, ein Gesetz, das sozusagen neu gemacht wird, wird dann verpflichtend evaluiert und wir schauen dann, ob es wirklich das, was versprochen hat oder wofür es gemacht hat, auch eintrifft. Aber wir haben uns auch angeschaut, und das möchte ich jetzt schon rausarbeiten, dass so alleine unser niederösterreichisches Gewerbe in einem Jahr
7 Millionen Arbeitsstunden an unnötiger Bürokratiearbeit verbraucht, um nicht zu verplempern zu sagen. Und da denke ich mir, da muss man schon noch ein bisschen mehr machen und unterstützen. Und ich bedanke mich bei dir, Reinhold, dass du das angesprochen hast, weil wir haben schon manches Mal Überprüfungen und Aussagen, wo du dich fragst, wissen die, was wollen? Der eine Inspektor sagt, wir brauchen Glottefliesen wegen der Hygiene. Der andere sagt, na, da rutschen die Leute aus, ihr braucht Rillen. Ist ja selbstverständlich, dass dann der Unternehmer zu mir sagt, was soll ich jetzt machen? Zwei Klotz, zwei verkehrt oder wie stellt euch das vor? Oder könnt ihr... Oder glaubt ihr wirklich, dass es eine Rolle spielt, wenn ein Raum 2,78 Meter statt 2,80 Meter ist? Ich glaube, nein. Dankeschön dafür. Danke, dass das jetzt angegangen wird. Danke, das ist für uns Betriebe ganz einfach wichtig. Wir brauchen aber auch eine gute Infrastruktur. Wir brauchen einen weiteren Ausbau der Infrastruktur. Infrastruktur ist die Lebensader der Wirtschaft. Ich denke, Frau Neolandeshauptfrau, dass wir vielleicht auch die Chance haben, eine Donaubrücke in Klosterneuburg zu kriegen. Da werden wir noch später darüber reden. Breitbandausbau ist für uns auch etwas ganz, ganz Wesentliches. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe angesprochen, dass das Wichtigste, dass wir ein Land haben, unsere Menschen sind, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Unternehmerinnen und Unternehmer, die innovativ, kreativ und ungeheuer schaffenskraftfähig sind. Aber meine Bitte ist, und das ist ein wesentlicher Punkt, wir brauchen gut ausgebildete Fachkräfte, wir haben in unserem Land eine tolle Jugend, aber mir ist es ganz wichtig, geben wir mehr Achtung, schenken wir unserer Jugend mehr Achtung, mehr Anerkennung, die duale Ausbildung macht. Unseren Lehrlingen. Im Ausland sind sie hochbegehrt und kommen sie auch immer hochdekoriert zurück. In unserem Land ist es noch immer nicht so. Wir brauchen sie in der Wirtschaft, wir wissen es, aber wir sollen ihnen auch und müssen ihnen auch in der Gesellschaft den Stellenwert geben, den sie brauchen. Es muss eine Auszeichnung sein, wenn ein junger Mensch die duale Lehre beginnt. Ich war gestern am Abend auf einem Lehrlingswettbewerb. Ich würde mich freuen, wenn mehr von Ihnen die Chance hätten, die Gelegenheit hätten, sich anzuschauen, was unsere jungen Leute in ihrer Ausbildung lernen, welche großartige Produkte zu machen, weil diesen Innovationsvorsprung, dieses Know-how, das wir haben, um eben auch international erfolgreich zu sein, das verdanken wir diesem kreativen Potenzial, diesen fähigen Menschen. Und wir brauchen ganz einfach unsere Jugend weiterhin. Das ist ein großer Wunsch, den ich habe. Und ich denke, diese Jugend, unsere Jugend, ist großartiger, als es immer wieder heißt. Wir haben eine tolle Jugend, damit haben wir auch eine tolle Zukunft. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mehr Wirtschaft braucht das Land. Die Wirtschaft braucht aber stabile, klare Verhältnisse. Dankeschön, Herr Landeshauptmann. Klar und verständlich warst du immer. Und das ist ganz einfach wichtig. Und Hanni, die Wirtschaft wird gern als Partner mit dir diesen erfolgreichen niederösterreichischen Weg weitergehen. Dankeschön. Ja, danke unserer Wirtschaftsbund-Obfrau, unserer Sonja Zwarzl, für ihre Ausführungen. Ihr seht also, die Herausforderungen für die Zukunft sind groß. Es wartet viel Arbeit auf uns und ich würde vorschlagen, wir beginnen mit dieser Arbeit, weil eines, und das ist mir ganz klar, wenn wir es nicht machen, dann macht es in Niederösterreich keiner. Und daher bitte ich euch, schreiben wir gemeinsam an diesem Programm der Volkspartei Niederösterreich, das für unsere gemeinsame Zukunft und für die Zukunft unseres Landes Bedeutung haben wird. Starten wir heute mit vollem Programm für Niederösterreich, das uns in den nächsten Monaten begleiten wird. Ihr alle, die heute hier drinnen sind, ihr seid unsere ersten Ideengeber, ihr seid die Ersten, die die Möglichkeit haben und die Chance haben, ihre Ideen, die Herausforderungen, die Themen der Zukunft zu formulieren.
In den delegierten Mappen findet ihr auch Karten, wo ihr diese Ideen bereits formulieren könnt. Draußen werden dann Terminals stehen, wo man diese Ideen auch reintippen kann, wo man heute schon die Herausforderungen, die Themen deponieren kann. Meine große Bitte an euch ist es, nutzt diese Möglichkeit. Wir brauchen eure Ideen, wir brauchen eure Themen, wir brauchen eure Herausforderungen. Gehen wir es gemeinsam an, denn unsere zukünftige Landespartei, ob für unsere Hanne Mick-Leitner, die gibt uns einen sehr straffen Zeitplan vor. Bereits im Mai, Juni wollen wir in allen 20 Bezirken Bezirksveranstaltungen machen, wo wir gemeinsam mit euch diskutieren, die Ideen auf der einen Seite für den Bezirk, auf der anderen Seite aber auch für das Land zu diskutieren, zu deponieren und dann einfließen zu lassen in unser gemeinsames Projekt, in unser gemeinsames Programm für Niederösterreich. Und Anfang Juli, sie hat es bereits angekündigt, wird es einen Programmtag geben. Einen Tag, wo wir uns ausschließlich mit dem Programm der Volkspartei Niederösterreich beschäftigen, wo es darum geht, in Gruppen, in Themenbereichen alles zu diskutieren, was bis zu dem Zeitpunkt auch an Ideen eingekommen ist, um daraus auch unser Programm für Niederösterreich, für die Volkspartei Niederösterreich zu schreiben und zu formulieren. Das ist heute der Startschuss für das volle Programm Niederösterreich. Zu einem umfangreichen Programmprozess, zu einem vollen Programm für unsere Volkspartei, für unsere Volkspartei Niederösterreich. Ich bitte euch jetzt schon alle eifrig um eure Mitarbeit. Dankeschön. Meine lieben Freunde, wir kommen nun zum nächsten Programmpunkt, zum Höhepunkt des heutigen Tages. Wir kommen zu den Neuwahlen. Zu den Neuwahlen der Landesparteiobfrau, der Landesparteiobfrau Stellvertreterinnen und Stellvertreter, des Finanzreferenten und des gesamten Teams, das zukünftige Team der Volkspartei Niederösterreich. Im Vorfeld des heutigen Landesparteitages wurde vom Landesparteivorstand ein Wahlkomitee eingesetzt unter der Leitung unseres Clubobmannes Klaus Schneeberger mit allen 6 Teilorganisationsobleuten. Und dieses Wahlkomitee hat einen Wahlvorschlag erarbeitet, den findet ihr auch in euren Tagungsunterlagen. Und dieser Wahlvorschlag steht heute zur Abstimmung. Und ich bitte nun den Vorsitzenden der Wahlkommission, unseren Präsidenten Gerhard Kahner, zu mir heraus, um auf der einen Seite den Wahlgang zu erklären und auf der anderen Seite die Präsentation des Wahlvorschlages vorzunehmen. Bitte, lieber Gerhard. Vor Landesparteitag, geschätzte Delegierte, meine sehr geehrten Damen und Herren, als Vorsitzender der Wahlkommission darf ich mich auch sehr herzlich bedanken beim Wahlkomitee-Vorsitzenden Clubobmann Klaus Schneeberger und allen Teilorganisationen für die einstimmige Vorbereitung dieses Wahlvorschlages, den ich nun präsentieren darf. Die Wahlen sind in geheimer Abstimmung durchzuführen. Außer dem Wahlvorschlag des Wahlkomitees gibt es keine weiteren Vorschläge. Wahlberechtigt sind alle Delegierten mit beschließender Stimme. In jeder Einladung ist ein entsprechender Vermerk festgehalten. Darüber hinaus haben alle beschließenden Delegierten ein blaues Namensschild bei der Akkreditierung erhalten. Alle Wahlberechtigten bekommen nach der Registrierung bei einer der neuen Wahlzellen das Stimmzettelkuvert, in dem sich die 5 verschiedenfärbigen Stimmzettel befinden. Für die Landesparteiobfrau in Gelb, für die 5 Stellvertreter in Blau, für den Landesparteifinanzreferenten Orange, 3 Landesparteifinanzprüfer
in rosa und Landesparteikontrollausschuss und Landesparteigericht in weiß. Wer für den sehr gut vorbereiteten Wahlvorschlag des Wahlkomitees ist und sich die Arbeit einfach machen möchte, steckt alle Stimmzettel in das Wahlkuvert und wirft dieses in die dafür vorgesehenen Urnen. Folgende Personen stehen nun zur Wahl: Das Landesparteigericht und der Landesparteikontrollausschuss setzen sich aus jeweils 10 Persönlichkeiten zusammen, die sie dem Konferenzbuch bzw. der Videowahl entnehmen können. Für die Finanzprüfer stehen zur Wahl Direktor Dr. Bernhard Kadletz, Direktor Dr. Hans Lahner und Dr. Helmut Tacho. Als neuer Finanzreferent wurde Magister Jochen Danninger nominiert. Für die Landesparteiobfrau Stellvertreterinnen und Stellvertreter kandidieren Magdalena Eichinger für den Seniorenbund, Kurt Hackl für den Wirtschaftsbund, Andrea Kö für Wir Niederösterreicherinnen, die Frauen, Claudia Tanner für den Bauernbund und Michael Wurmetzberger für die JVB. Wir sehen nun einen kurzen Film, wo sich alle genannten Persönlichkeiten auch kurz selber vorstellen. Andrea Kö. Kurt Hackl. Claudia Tanner. Michael Wurmetzberger. Magdalena Eichinger. Kaumberg. Kresten. Rauchenbad. Berchtoldsdorf. Wolkersdorf. Einen Lächeln. Einen guten Morgen, Busse, an meine liebe Tochter und meinen Mann. Dass in Wecker mindestens noch einmal weiterstehe. Einem Frühstück mit meinem Mann. Mit dem Füttern meines Katers. Frühstück essen und Zeitung lesen. Bürgermeister der Marktgemeinde Kaumberg. Die Direktorin des Niederösterreichischen Bauernbundes. Vizepräsident der Niederösterreichischen Wirtschaftskammer. Landesobmann, Stellvertreterin des Niederösterreichischen Seniorenbundes. Stellvertretende Landesleiterin der Wir Niederösterreicherinnen. Ich gerne mit Menschen zu tun habe und gerne für Menschen etwas tue. Ich ein Idealist bin, der nicht will, dass irgendwelche Populisten über unsere Zukunft entscheiden. Aus einer besonderen Leidenschaft. Ich gern mit Menschen zusammenarbeite. Weil es mir Spaß macht, zu gestalten und etwas bewegen zu können. Der ehrlich ist und auf den man sich verlassen kann. Sehr ehrgeizig ist. Zuverlässig und aufrichtig ist und Wort hält. Nicht nur an seinen Worten, sondern vor allem an seinen Taten gemessen werden möchte. Der sehr gerne unter Menschen ist. Die beste Parteiorganisation in Österreich. Meine politische Familie. Eine starke Organisation mit festen Wurzeln und einem klaren Blick für die Zukunft. Eine starke Organisation und mein politisches Zuhause. Eine Gemeinschaft, die sich für die Menschen in Niederösterreich einsetzt. Das schönste Land, um hier zu leben. Meine Heimat. Das Bundesland, in dem ich geboren wurde und das mir Heimatgefühl vermittelt. Mein Heimatbundesland. Meine Welt, nirgendwo anders möchte ich leben. Ein tolles Team, ein schlagkräftiges Team. Danke für eure Bereitschaft. Jetzt ist es mir eine besondere Ehre und Freude, den folgenden Wahlvorschlag verkünden zu dürfen. Ich darf einige wenige persönliche Worte auch dazu sagen, weil ich 96 in der ÖVP Niederösterreich zu arbeiten begonnen habe unter Erwin Bröll. Und Schreibtisch an Schreibtisch ist sie mir gegenüber gesessen. Ich hatte bei ihr mein erstes Vorstellungsgespräch. Und liebe Hanni, es war eine unglaubliche Zeit, es war eine tolle Zeit. Ich bin sehr, sehr stolz, dass ich damals mit dir Schreibtisch an Schreibtisch sitzen durfte.
Viele haben dich heute schon beschrieben, ich könnte einige Dinge dazufügen. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute. Es war eine unglaublich prägende Zeit. Du warst auch meine Vorgängerin als Landesgeschäftsführerin. Und so wie ich persönliche Erinnerungen, Momente mit der Hanne habe, bin ich davon überzeugt, habt ihr sie alle. Und daher darf ich mit großem Stolz sagen, mit großer Freude, für die Funktion als Landesparteiobfrau steht die designierte Landeshauptfrau Magister Johanna Mikl-Gleitner zur Wahl. Sie wurde vom Landesparteivorstand einstimmig für diese Funktion nominiert. Zeigen wir heute die Stärke, die Kraft und vor allem die Geschlossenheit, die uns als Volkspartei Niederösterreich so auszeichnet. Bevor wir dich, liebe Hanne, auf die Bühne bitten, schauen wir uns noch mal kurz einen Film an, der uns, der die Funktionärinnen und Funktionäre, die gesamte Breite der Volkspartei, die gesamte Schlagkraft der Volkspartei Niederösterreich zeigt. Alles Gute. Vielen Dank. Wir sind der gute Morgen. Wir sind der Sonnenschein. Wir sind die treuen Begleiter. Wir sind das tägliche Brot. Wir sind immer da. Wir sind die besten Freunde. Wir sind die wahren Helden. Wir sind der ganze Stolz. Wir sind die helfende Hand. Wir setzen uns ein. Wir sind die persönliche Begegnung. Wir sind die volle Energie. Wir sind die Kraft im Einsatz. Wir sind die Retter in der Not. Wir packen an. Wir sind die jungen Herzen. Wir sind die erfahrenen Köpfe. Wir sind die Verbindung von Menschen. Wir sind die Bewegung im Land. Wir gehen voran. Wir sind die bunten Ideen. Wir sind die mutige Zukunft. Wir sind der Blick in die Welt. Wir sind die Füße am Boden. Wir setzen um. Wir sind die verlässlichen Fachkräfte. Wir sind die eindrucksvolle Technologie. Wir sind die gute Tradition. Wir sind die neue Moderne. Wir leben Vielfalt. Wir sind die urbanen Städte. Wir sind die kleinen Dörfer. Wir sind die bunten Regionen. Wir sind die vielen Vereine. Wir sind überall. Wir sind die vielen Bürgermeister. Wir sind mehr als 6600 Gemeinderäte. Wir sind die starken Stimmen. Wir sind die beständige Tatkraft. Wir bewegen etwas. Wir sind die verlässlichen Ansprechpartner. Wir sind das offene Ohr. Wir sind die starke Gemeinschaft. Wir sind der neue Mut. Wir sind füreinander da. Wir sind unser Zuhause. Wir sind unser Land. Wir sind Niederösterreich. Volkspartei Niederösterreich. Volkspartei Niederösterreich. Zwei Worte, zwei Begriffe und jeder von ihnen berührt unser Herz. Und beide zusammen sind unser Zuhause. Volkspartei Niederösterreich. Heute ist Landesparteitag. Und wir sagen immer, Land geht vor Partei. Das ist unser Selbstverständnis. Aber heute soll es einmal anders sein. Heute ist Landesparteitag. Heute ist unser Tag.
Heute ist der Tag unserer Volkspartei Niederösterreich. Stellen wir uns einmal vor, was wäre Niederösterreich ohne uns? Was wären unsere Gemeinden und unsere Städte ohne uns? Was wären unsere Bezirke und Regionen ohne uns? Was wäre Niederösterreich ohne uns in den letzten Jahren und vergangenen Jahrzehnten? Was wäre Niederösterreich ohne Leopold Fiegel, ohne Andreas Maurer, ohne Sigi Ludwig oder ohne Erwin Pröll? Was wäre Niederösterreich ohne euer Herz und eure Arbeit? Was wäre Niederösterreich ohne unseren gestandenen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister? Was wären wir ohne unserer jungen Generation? Und da bin ich auch sehr dankbar, dass bei uns in Niederösterreich nach wie vor viele junge Menschen sich engagieren, politisch engagieren. Und viele von ihnen sind heute hier. Und sie haben auch heute ein ganz klares Bekenntnis abgegeben, was sie wollen, was ihre Ideen und Visionen sind. Sagen wir es ganz einfach: Die Volkspartei Niederösterreich ist die größte Freiwilligenorganisation in Niederösterreich. Und auf das, liebe Freunde, können wir stolz sein. Wir feiern heute so etwas wie eine Jahreshauptversammlung der größten ehrenamtlichen Bewegung in Niederösterreich. Und deswegen möchte ich auch zuallererst ein herzliches Danke sagen für euren Einsatz, ein herzliches Danke für euer Engagement, für unsere Gemeinschaft. Und liebe Freunde, was wäre unsere Volkspartei ohne ihre Bünde? Von außen werden wir dafür oft kritisiert, ja manchmal sogar belächelt. Und es stimmt schon, dass wir es uns manchmal nicht so einfach machen, dass wir dadurch natürlich den einen oder anderen Diskussionspunkt immer wieder in den Mittelpunkt stellen müssen. Aber, liebe Freunde, wir wissen sehr genau, dass die Bünde die ganze Kraftkammer der Volkspartei Niederösterreich sind, und auf das bin ich stolz. Liebe Freunde, schauen wir uns im Vergleich einmal die anderen Parteien an. Die setzen sich auch ein. Die haben auch den einen oder anderen Zugang. Aber meistens haben diese anderen politischen Parteien immer nur einen bestimmten Blick auf ein gewisses Spektrum und auf eine gewisse Gruppe. Die Grünen sind für die Umwelt. Es braucht aber auch die Wirtschaft. Die Neos wollen alles anders machen, vergessen aber auf unsere Traditionen und Wurzeln. Die Blauen sind gegen die Ausländer. Es braucht aber auch die Integration. Die Roten sind für die Verteilung der Steuergelder, aber es geht auch um Leistungsgerechtigkeit. All diese Parteien haben ihre Ideale und ihre Ziele, aber eben nur für eine bestimmte Gruppe und eben nur für einen bestimmten Blickwinkel. Und das ist der Unterschied zu uns. Nur wir verbinden und bündeln alle Interessen. Andere sehen Probleme und Aufgaben nur grün, nur rot oder nur blau. Wir sehen sie blau-gelb. Wir denken blau-gelb und wir handeln blau-gelb. Wir wollen für alle mehr erreichen. Und das macht uns anders und das macht uns stark, liebe Freunde. Wir sind ein Bund für Niederösterreich. Ein Bund von der Landesregierung bis hin zu unseren Bezirken.
ein Bund von meinen Regierungskollegen, von Stefan Bärnkopf, meinem langjährigen Wegbegleiter und zukünftigen Stellvertreter. Lieber Stefan, ich freue mich auf unsere gemeinsame Herausforderung. Mit dem Team Petra Bohuslav, unsere engagierte Vertreterin für Wirtschaft, Tourismus und Sport. Von Carlo Wilfing, unserem Experten für Verkehrsfragen in Niederösterreich. Unserer Barbara Schwarz, unsere Anwältin für die Interessen unserer Familien. Und von Ludwig Schleritzko, unserem neuen und jüngsten Regierungsmitglied, zuständig für Finanzen. Liebe Freunde, ich freue mich auf unsere gemeinsame Arbeit. Ein Bund von Ihnen bis hin zu unseren Gemeinden. Wir sind, wenn ihr so wollt, ein Bund fürs ganze Land. Und das ist der entscheidende Unterschied. Und deswegen ist es auch gut, dass wir in Niederösterreich zu Recht auch die stärkste Kraft sind. Die stärkste Kraft in unseren Gemeinden, die stärkste Kraft im Land, die stärkste Kraft in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart. Und darum, liebe Freunde, ist es gut, dass wir Niederösterreich gestalten und prägen wie keine andere Partei in diesem Land. Heute ist unser 45. Parteitag. Wir haben heute das Jahr 2017. Unser letzter Parteitag war in Böheimkirchen im Jahr 2012. Das sind nur 5 Jahre her, aber wir leben in einer völlig veränderten Welt. Damals stand Barack Obama kurz vor seiner Wiederwahl als US-Präsident. Heute hat Donald Trump das Weiße Haus übernommen und keiner weiß, wohin er das Land führen wird. Damals war David Cameron gerade mal 2 Jahre britischer Premierminister und eine Abstimmung über einen EU-Austritt war überhaupt noch keine Rede. Heute, liebe Freunde, wird der Brexit vollzogen. Wird der Brexit vollzogen von jener Theresa May, die vor 5 Jahren noch meine Kollegin als britische Innenministerin war. Damals gab es in Deutschland noch keine AfD, keine sogenannte Alternative für Deutschland. Heute ist diese Partei drittstärkste Kraft in Deutschland. Damals hat niemand gedacht, dass Rom einmal von einer Spaßpartei regiert wird. Und damals, im Jahr 2012, hat auch niemand daran gedacht, dass die FPÖ auf Bundesebene einmal monatelang über 30% liegen wird. Die Zeiten haben sich geändert, die Themen haben sich geändert. Das alles bestimmende Thema im Jahr 2012 war die Eurokrise. Und heute, auf den Tag genau 60 Jahre nach der Unterfertigung der römischen Verträge, müssen wir feststellen, aus der Eurokrise wurde die Europakrise. Damals ging es ums Geld, heute geht es um den Kontinent. Damals ging es um Budgets und Bilanzen. Heute um die Frage, wie es in Europa weitergeht. Wer dabei ist und wer dabei bleibt. Wer sich einbringt und wer sich die Rosinen rauspickt. Wer zu Europa steht und wer andere Wege geht. Und dabei hat jede Entwicklung und jede Veränderung Auswirkungen auf Niederösterreich. Denn wir leben in einer immer enger vernetzten Welt mit direkten Auswirkungen auf unsere Wirtschaft, auf unsere Landwirtschaft und auf unsere Arbeitswelt in unserem Land. Darauf müssen wir uns einstellen, ob es uns gefällt oder nicht. Nehmen wir ein einfaches Beispiel her. Das zeigt, wie stark unsere niederösterreichische Wirtschaft heute international verflochten ist.
Zum ersten Mal in unserer Geschichte exportieren wir Waren im Wert von mehr als 20 Milliarden Euro. Jahr für Jahr. Was das für die Arbeitsplätze in Niederösterreich bedeutet, lässt sich mit einer Zahl verdeutlichen. Mehr als 200.000 Menschen, exakt 225.500, leben davon, dass unsere Betriebe und Unternehmen auf den internationalen Märkten reüssieren, in Europa und in der ganzen Welt. 225.500 Menschen. Das sind fast 40% aller, die in Niederösterreich beschäftigt sind. Das heißt, fast jeder zweite niederösterreichische Arbeitsplatz ist vom Export abhängig. So international verflochten war unsere Wirtschaft noch nie. Und da sieht man, wir leben in einer Zeit mit neuen Aufgaben und neuen Herausforderungen. In einer Zeit, wo wir einfach die Veränderung wahrnehmen müssen und uns darauf einstellen müssen. In dieser Zeit dürfen wir uns nicht mit Zuständen abfinden. In dieser Zeit müssen wir unseren Platz finden. Und deshalb starten wir heute in dieser Zeit unseren Programmprozess. Und ich habe es heute in der Früh schon gesagt, wie wir das tun werden. Ich will, dass wir die Themen und Positionen nicht von oben verordnen, sondern ich will, dass wir gemeinsam die Antworten auf die Herausforderungen und Fragen der Zukunft gemeinsam erarbeiten. Ich will, dass wir gemeinsam festlegen, was uns wichtig ist, dass ihr offen sagt, was eure Anliegen sind und dass wir auf Augenhöhe miteinander reden und miteinander diskutieren. Gemeinsam werden wir diesen Prozess führen und unser Programm miteinander entwickeln. Unser Programm für unsere Volkspartei Niederösterreich. Und heute ist der Start. Schon bald folgt der Programmtag. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit diesem Stil auch in Zukunft weiterhin erfolgreich sein werden. Liebe Freunde, unsere Generation ist besonders gefordert, weil die Welt immer unruhiger und unsicherer geworden ist, weil Europa brüchiger und uneiniger geworden ist, weil die Wirtschaft schneller und internationaler geworden ist, weil die Arbeitswelt neue Herausforderungen wie die Digitalisierung bewältigen muss, weil die Einkommen oft nicht mehr werden, aber mehr Einsatz gefordert wird, weil den Menschen mehr abverlangt wird als in den Jahren davor. Deshalb ist unsere Generation besonders gefordert. Und in Niederösterreich ist für mich eines klar. Die Arbeit in den letzten Jahrzehnten hätte keiner besser machen können als Erwin Bröll. Und so wie du dich vor 25 Jahren zu neuen Wegen aufgemacht hast, neue Themen und Perspektiven in den Mittelpunkt gestellt hast, so leben wir heute in einer Zeit, wo wir uns zu neuen Wegen aufmachen müssen. Aber das Gute dabei ist, dass wir auf das beste Niederösterreich bauen können, das es je gab. Das ist gut so und dafür danken wir dir. Bis vor wenigen Jahren haben wir Jahrzehnte mit sicherem Wachstum und steigendem Wohlstand erlebt. Aber jetzt leben wir in Zeiten, in denen die soziale Frage wieder so aktuell ist wie schon lange nicht mehr. Wir leben jetzt in einer Zeit, in der es nicht mehr allein um die Frage geht, wer bekommt wie viel. Diese Zeiten sind vorbei. Die soziale Frage muss heute lauten,
Wer bekommt wie viel? Wofür? Und das gilt für die gesamte Gesellschaft am oberen und am unteren Ende. Ganz oben geht es um jene, die jedes Maß verloren haben und Millionen an Abfertigung kassieren. Und unten geht es um jene, die vom Staat alles erwarten und immer nur die Hand aufhalten. Wir müssen uns wieder darüber klar werden, wer macht unseren Sozialstaat überhaupt erst möglich? Wer erwirtschaftet denn das Geld für den Sozialstaat? Und die Antwort, liebe Freunde, ist ganz einfach. Es sind die Leistungsträger in unserem Land. Die Leistungsträger von der Landwirtschaft bis hin zu den Unternehmen, von den Sozialberufen bis hin zur Wissenschaft, von den Lehrlingen bis hin zu unseren Handwerksmeistern. Ihre tägliche Arbeit ist das Fundament, auf dem unsere Gesellschaft aufbaut. Und gleichzeitig haben die arbeitenden Menschen immer mehr das Gefühl, dass sich ihre Arbeit zu wenig auszahlt, weil das Sozialsystem ein Fass ohne Boden ist. Die arbeitenden Menschen ärgern sich zu Recht über diejenigen, die nicht wirklich Hilfe brauchen, die das Sozialsystem ausnützen, die nicht schwach sind, sondern nur unverschämt. Mich ärgert das auch, denn so kommen jene Menschen in Misskredit, die unsere Hilfe auch wirklich brauchen. Bringen wir es auf den Punkt, das Sozialsystem muss für die Schwächsten da sein und nicht für die Frechsten. Wir brauchen eine neue Gerechtigkeit für diejenigen, die tagtäglich hart arbeiten. Eine neue Gerechtigkeit für diejenigen, die unsere Gesellschaft tragen. Eine neue Gerechtigkeit, die die arbeitenden Menschen entlastet, die den Schwachen hilft und diejenigen sanktioniert, die das System nur ausnützen. Liebe Freunde, Wolfgang Sobotka hat es angesprochen. Mit der Reform der Mindestsicherung haben wir in Niederösterreich einen Anfang gemacht. Das war ein wichtiger Anfang, das war ein wichtiger und richtiger Schritt. Und die anderen Länder sind uns bereits gefolgt, einige der anderen Länder. Der Rest wird uns noch folgen. Aber diesen Weg, liebe Freunde, den müssen wir weitergehen. Und was mir noch wichtig ist für unseren gemeinsamen Weg ist, wenn wir für neue Gerechtigkeit einstehen, wenn wir uns um neue Gerechtigkeit sorgen wollen, dann müssen wir auch Dinge ansprechen, die von manchen nicht gerne gesagt und anderen nicht gerne gehört werden. Ich will einen ehrlichen Umgang miteinander. Ich will, dass wir die Dinge, die uns ärgern, die uns bewegen, dass wir die offen ansprechen. Denn Gerechtigkeit beginnt mit Ehrlichkeit im Reden und im Handeln. Liebe Freunde, mich ärgert zum Beispiel, wenn sich die Politik mehr mit Randthemen beschäftigt als mit den echten Problemen. Schauen wir uns um, was wir heute täglich erleben müssen. Die Menschen machen sich Sorgen, wie sie über die Runden kommen, und die Politik beschäftigt sich mit Gender Mainstreaming. Die Betriebe machen sich Gedanken, wie sie mit dem immer höheren Verwaltungsaufwand zurechtkommen, und manche Politiker diskutieren darüber, ob der Heldenplatz umbenannt werden soll. Die Gastwirte kämpfen mit immer mehr Bürokratie und die Politik erfindet die Allergenverordnung. Die Familien stellen sich die Frage, was aus ihren Kindern wird, und die Politik in Wien beschäftigt sich mit Ampelpärchen.
Liebe Freunde, wenn Gender Mainstreaming, Ampelbärchen, Allergenverordnung oder Heldenplatz unsere politische Debatte bestimmen, dann ist es offensichtlich, dass sich die Politik von den Sorgen und Interessen der Menschen wegbewegt. Ja, mehr noch, liebe Freunde. Dann fragen sich immer mehr Menschen, was soll ich mit dieser Politik? Wie sollen mich Politiker verstehen, wenn sie nicht wissen, was mich beschäftigt? Wie sollen mir Politiker helfen, wenn sie nicht mehr spüren, was unsere Alltagssorgen sind? Und ein weiteres Beispiel. Man muss ja nur einmal googeln. Wenn ich bei Google das Stichwort Binnen-I eingebe, dann erhält man mehr als eine halbe Million an Beiträgen. Und beim Stichwort Milchpreis nicht einmal die Hälfte. Liebe Freunde, da stimmt doch die Gewichtung nicht, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Versteht's mich bitte nicht falsch. Ich nehme die Anliegen jede und jedes Einzelnen sehr ernst. Aber erstens sage ich als Frau, dass eine Diskussion um ein verpflichtendes Binnen-I lächerlich ist. Das allein hilft keiner einzigen Frau. Und zweitens, und das ist für mich das Wesentliche, in der politischen Arbeit muss einfach erkennbar sein, wo geht es um Randthemen und wo geht es um echte Probleme. Wo geht es um einen Buchstaben und wo geht es um die Existenz ganzer Familien wie beim Milchpreis. Das sind die Bereiche, bei denen wir uns für eine neue Gerechtigkeit stark machen müssen. Das sind die Menschen, das sind die Themen, die die Menschen interessieren. Und für diese Themen müssen wir uns stark machen, liebe Freunde. Gerechtigkeit beginnt mit Ehrlichkeit. Nehmen wir zum Beispiel die Familienleistungen ins Ausland. Ein ganz ein aktuelles Thema, das in den letzten Wochen und Tagen überall diskutiert wurde und vor allem auch zu lesen war. Und vor 2 Wochen war ich bei einem Betriebsbesuch, hier ganz in der Nähe, in Bottenbrunn bei der Firma Gibarit. Ein erfolgreiches Unternehmen mit wirklich engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ein toller Arbeitgeber hier in der Region und ein Leitbetrieb bei uns in Niederösterreich. Und am Ende des Besuches kam ein älterer Arbeiter auf mich zu und sagte: Liebe Frau Mickl-Leitner, ich habe die Diskussion über die Familienleistungen ins Ausland verfolgt. Und ich sage euch nur eines, da seid ihr richtig, diese Ungerechtigkeit muss man angehen, da trefft ihr genau auf den Punkt. Und ich habe mich über diesen Zuspruch sehr gefreut. Aber dann sagt dieser Mann noch zu mir: Aber seid bitte Vorsicht, macht es, aber redet nicht viel drüber, weil sonst könntet ihr euch vielleicht Feinde einholen. Und liebe Freunde, das hat mich nachdenklich gemacht. Aber es hat mich auch darin bestärkt, wenn wir von einer Sache überzeugt sind, dann müssen wir auch offen dafür eintreten, auch wenn es Gegenwind gibt. Wir müssen ehrlich sagen, was Sache ist. Wir müssen sagen, was ist und tun, was zu tun ist, liebe Freunde. Und wir wissen, es gibt genug andere, die am liebsten in der Öffentlichkeit alles beschwichtigen und hoffen, dass sich die Dinge von selbst lösen. Sebastian Kurz hat es zuvor schon angesprochen. Und ich glaube, er und ich können Geschichten darüber erzählen. Wir haben viele dieser
Menschen kennengelernt, die einfach gemeint haben, na wird schon, brauchen wir eh nicht angreifen. Liebe Freunde, ich habe es meiner Zeit als Innenministerin selber erlebt, was es heißt, Dinge anzusprechen, die andere noch nicht wahrhaben wollten. Ich kann mich noch gut an den Aufschrei erinnern, als wir die Balkanroute geschlossen haben. Ich weiß, was es heißt, Herausforderungen anzugehen, wo andere noch wegschauen. Ich weiß, was es heißt, dafür kritisiert und angefeindet zu werden. Und heute weiß jeder, es war gut, es war richtig und es war notwendig für die Sicherheit in unserem Land. Lieber Wolfgang, dafür auch ein herzliches Danke, dass du Kurs hältst. Liebe Freunde, und darum geht es auch. Kurs halten. Darum geht es, Kurs halten, und darum geht es, sagen, was ist, und tun, was zu tun ist. Und darum ist und bleibt mein Anspruch, dass wir offen darüber reden, wenn es Probleme gibt. Und auch dann darüber reden, wenn es Gegenwind gibt. Ein Beispiel. Egal, wo ich hinkomme, sei es bei unseren landwirtschaftlichen Betrieben oder bei unseren Unternehmerinnen und Unternehmen, fast überall steht ein Problem an erster Stelle. Die maßlose Überregulierung und die Kontrollwut. Ihr wisst schon, wovon ich spreche. Und viele von euch hier beim Landesparteitag könnten absurde Geschichten aus dem Alltag berichten. Da gibt es genug an der Zahl. Ich habe gesagt, Gerechtigkeit beginnt mit Ehrlichkeit. Und darum sage ich auch ganz offen und ehrlich, wir dürfen keine Politik betreiben, die sich immer weiter von den echten Sorgen der Menschen wegbewegt. Keine Politik, die den Kopf in den Sand steckt bei den echten Problemen, wie bei der Migration oder Arbeitslosigkeit, oder dann einen Übereifer entwickelt, wenn es ums Regulieren der Wirtschaft, der Landwirtschaft und des täglichen Lebens geht. Bürokratie, Bevormundung, Überregulierung, all das gibt es im Übermaß. Was es zu wenig gibt, ist Augenmaß. Und daher natürlich auch immer wieder das Gefühl, dass gerade jene gebremst werden bei uns, die Arbeitsplätze schaffen sollen, nämlich unsere Unternehmerinnen und Unternehmer. Und deswegen müssen wir auch wieder zu einem neuen Maß finden. Und ich sage euch, es braucht in Zukunft weniger Sachverständige und wieder mehr Hausverstand. Mehr Hausverstand in der Politik. Ich habe gesagt, dass es mir wichtig ist, dass die Bünde als erste Impulse setzen für unseren Programmprozess. Die Bünde und vor allem auch der Gemeindebund haben ihre Standpunkte gebracht. Was ist wichtig? Und liebe Freunde, wenn der Bauernbund für gerechte Preise für die Bäuerinnen und Bauern kämpft und sich für eine faire Partnerschaft einsetzt zwischen der Gesellschaft und der Landwirtschaft, wenn sich der ÖAB mit den neuen Herausforderungen auseinandersetzt und Ideen entwickelt, wie man die Digitalisierung für die Arbeitswelt in Zukunft nützen kann, wenn sich der Wirtschaftsbund für den Bürokratieabbau stark macht und vor allem die Schaffenskraft unserer Unternehmer in den Mittelpunkt stellt, dann sind das die Themen, die uns in Niederösterreich auch weiterbringen, die Niederösterreich auch wieder nach vorne bringen. Wenn sich, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Seniorenbund für die Mobilität der Älteren stark macht,
wenn sich die JVB für mehr Eigentum einsetzt und stark macht und wenn vor allem auch die Frauen weiterhin konsequent bleiben, wenn es um den gleichen Lohn für die gleiche Arbeit geht, dann, liebe Freunde, sind das die Themen, die wichtig sind für die Weiterentwicklung Niederösterreichs, dann sind das die Anliegen, die die breite Mitte unserer Gesellschaft beschäftigen. Und ich will, dass wir die starke Stimme für diese breite Mitte sind. Die Volkspartei Niederösterreich als die starke Stimme für die breite Mitte. Wir, die Volkspartei Niederösterreich, sind die natürliche Heimat für diese breite Mitte. Wir sind die Heimat für diejenigen, die mit ihrer täglichen und harten Arbeit den Wohlstand unseres Landes erst möglich machen. Wir sind die Heimat für die Fleißigen in unserem Land, vom Arbeiter bis hin zum Freiberufler. Von den Krankenschwestern bis hin zu den Unternehmern, vom Bauern bis hin zum Handwerksmeister. Und darum müssen wir Ihre Anliegen in den Mittelpunkt unserer politischen Arbeit stellen. Ich will, dass wir die Partei für die Fleißigen sind und ich will, dass Niederösterreich das Land für die Tüchtigen ist. Gerechtigkeit heißt, den Fleißigen unter die Arme greifen und nicht die Faulen zu unterstützen. Und ich glaube, wir alle wissen, draußen vor Ort an den Wirtshaustischen, da erfahren wir, wie es den Menschen geht. Da spüren wir das Gefühl und es ist einfach Realität, dass viele das Gefühl haben, dass den Faulen unter die Arme gegriffen wird. Und liebe Freunde, wir reden immer vom Fleiß. Ich weiß, dass das für manche auch altmodisch klingt. Ich sage euch, Fleiß, Einsatzbereitschaft, Leistungsbereitschaft sind heute aktueller mehr denn je. Wir brauchen diesen Fleiß, wir brauchen diese Leistungsbereitschaft und deshalb will ich ein ganz klares Bekenntnis zu den Leistungsträgern in unserem Land. Sie verdienen mehr Anerkennung durch uns und sie verdienen weniger Belastung durch den Staat. So verstehe ich Partei der Fleißigen. Gerechtigkeit heißt, den Fleißigen zu helfen und nicht den Faulen unter die Arme zu greifen. Und wenn ich von der Partei der Fleißigen rede, dann wissen wir alle, dass bei unserem Einsatz für die Fleißigen wir nie auf jene vergessen, die auch tatsächlich unsere Hand und unsere Hilfe und Unterstützung brauchen. Partei für die Fleißigen, Land für die Tüchtigen. Darauf kommt es an, dafür treten wir ein und dafür werden wir auch kämpfen. Ja, liebe Freunde, heute treffen wir auf unserem Landesparteitag wichtige Weichenstellungen. Und in einem Jahr steht Niederösterreich vor der Wahl, stehen wir vor der Landtagswahl. In einem Jahr geht es um die Frage, wer soll unser Land in dieser Zeit und durch diese Zeit in Zukunft führen? Und ich frage euch, wer, wenn nicht wir, sollen den Zusammenhalt stärken zwischen Land und den Gemeinden? Wer, wenn nicht wir, soll die Brücken bauen zwischen Jung und Alt? Wer, wenn nicht wir, soll den Schulterschluss herstellen zwischen Wirtschaft und Arbeit? Dafür braucht es uns. Dafür braucht es die Volkspartei Niederösterreich. Oder, um es kurz zu sagen, Niederösterreich braucht uns und ich brauche euch. Applaus
Ja, liebe Freunde, so wollen wir es anlegen. Die Partei für die Fleißigen und das Land für die Tüchtigen, sagen, was ist und tun, was zu tun ist. Das ist unser Motto und ich bitte jetzt mein Team, meine Stellvertreter in der Partei zu mir, die Obleute der Teilorganisationen, meine Regierungskolleginnen und Kollegen, den Parteivorstand, unseren Ehrenobmann und vor allem auch unsere Bezirksparteiobleute zu mir auf die Bühne. Sehr geehrte Damen und Herren, das ist das Team der Volkspartei Niederösterreich. Das steht zur Wahl. Wir kommen nun zum Wahlvorgang. Ich darf den 45. ordentlichen Landesparteitag für die Wahl unterbrechen. Dankeschön.
So, geschätzte Delegierte, wir bitten Sie nun von Ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Im Foyer der AWA stehen bei der Akkreditierung die Wahlurnen bereit. Wir bitten alle Delegierten, zur Wahl zu schreiten. Währenddessen sind Sie die Gastdelegierten eingeladen, sich zu stärken. Und wir setzen dann im Anschluss an den Wahlgang der kleinen Stärkung der gleich mit unserer Partei fort. Je früher Sie alle die Delegierten von Ihrem Wahlrecht Gebrauch machen, desto früher kann ausgezählt werden.